Ja, guten Abend. Wenn ich an Hamburg denke, dann denke ich zunächst an die Elbe und an den Hafen. Während Antwerpen und Rotterdam stetiges Wachstum verzeichnen konnten, fiel der Hamburger Hafen in den letzten Jahren zurück. So ziehen zum Beispiel mehrere Reedereien Tausende an Containern aus Hamburg ab. Doch woran liegt das überhaupt? Und wie steht es generell um den Wirtschaftsstandort Hamburg? Wie will die Politik die Hansestadt in diesem Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen wie Medien oder erneuerbaren Energien wieder stärken, wettbewerbsfähiger machen und vor allem attraktiv machen für Unternehmer? Darüber wollen wir heute mit den größten Parteien, die hier in 9 Tagen auch zur Wahl stehen werden, diskutieren. Ein kleiner Fakt für Sie, wir haben eine Umfrage gemacht, 50% der Schülerinnen und Schüler haben sich noch nicht entschieden, welche Partei sie wählen sollen. Entsprechend sind hier noch alle Wege offen. Damit begrüßen wir ganz herzlich Alexander Mohrenberg von der SPD. Markus Weinberg von der CDU. Andreas Moring von der FDP. Genau, dann Frau Otte von den Grünen. Stefan Jersch von den Linken. Und Robert Riesch von der AfD. Ja, auch ein großes Dank an alle Eltern, Lehrer und Schüler, die heute hier sind. Uns ist ganz bewusst, dass auf der Hamburger Agenda ganz viele wichtige Themen im Moment ganz oben stehen. Allerdings werden wir uns heute eher auf die Wirtschaft fokussieren. Nachdem die Politiker gleich ein bisschen was über die Parteien und über sich vorgestellt haben, beginnt dann die Debatte und im Anschluss stellen wir dann noch eure Fragen, die ihr uns im Internet hochgeladen habt. Vielen Dank. Genau, zu Beginn, damit Sie sich alle ein Bild erstmal verschaffen können, würde ich vorschlagen, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und einmal Ihre Hauptwahlziele in Bezug auf die Wirtschaftspolitik in Hamburg vorstellen, sodass wir alle uns ein Bild machen können. Wollen Sie einfach anfangen, Frau Otte? Sehr gerne. Ich bin Lisa Maria Otte von den Grünen. Ich bin erst seit einem Jahr in der Partei, kandidiere auf der Landesliste auf Platz 51 und bin eingesprungen für unseren wirtschaftspolitischen Sprecher Dominik Lorenzen, der heute leider nicht kommen konnte. Die Grünen sind davon überzeugt, dass eine starke Wirtschaft auch in Zukunft nur dann funktionieren kann, wenn sie nachhaltig und klimafreundlich aufgestellt ist. Wir können nicht darauf warten, dass innovative Unternehmen auch aus anderen Ländern an uns vorbeiziehen, mit den besten Ideen, mit coolen Start-ups aus anderen Gegenden. Wir müssen in Hamburg wirklich ein Hub werden, wo sich Unternehmensgründer und Gründerinnen wohlfühlen, wo die besten Ideen in den Wettstreit gehen und wir hier wirklich die besten Lösungen finden für die Klimakrise, die vor uns liegt. Und den Rahmen wollen wir schaffen als Grüne hier in Hamburg und wir freuen uns natürlich sehr über jede Stimme, die uns das ermöglicht. Ja, mein Name ist Stefan Jersch, 57 Jahre alt, seit 2015 in der Bürgerschaft, unter anderem Fachsprecher für Umwelt und für Wirtschaft. Wir wollen als Linke Wirtschaft anders anpacken, nachhaltiger anpacken. Das heißt also, Nachhaltigkeit besteht aus 3 Säulen, nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Ökologie und das Soziale. Und dort wollen wir die sozialen und ökologischen Aspekte mehr in den Vordergrund rücken, Wirtschaftspolitik im Interesse der Mehrheit der Menschen gestalten. Das heißt, wir wollen unter anderem auch die Clusterpolitik Hamburgs in der Wirtschaftspolitik um einen sozialen Cluster erweitern. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge und der kann ganz viel Unterstützung gebrauchen. Wir wollen auch
alternative Wirtschaftsformen, Unternehmensformen in der Stadt, zum Beispiel Genossenschaften, stärker fördern über Förderprogramme. Und logischerweise, wenn wir erkennen, dass wir mehr öffentliche Daseinsvorsorge in der Stadt brauchen, auch mehr öffentliche Unternehmen in der Stadt, die Aufgaben übernehmen. Und vielleicht als letzten Punkt, wir haben noch einige andere, wir würden uns ganz stringent gegen weitere Privatisierungen in der Stadt wehren. Eher im Gegenteil, wir brauchen mehr Rekommunalisierung, weil an vielen Ecken hat der Markt es nicht gebracht. Mein Name ist Robert Risch, bin Diplom-Ingenieur, arbeite in der Softwareentwicklungsindustrie. Kurz zu meinem politischen Hintergrund. Ich habe in der Jungen Union Bremen meine politische Heimat gehabt früher. Auf Schloss Eichholz war ich, Herr Weinberg wahrscheinlich auch. Und später dann im Studium war ich Ärzte-Vorsitzender, stellvertretender Aster-Vorsitzender, Finanzreferent und habe da viele Jahre in der politischen, der studentischen Selbstverwaltung die Interessen des Studenten wahrgenommen. Als ich dann in den Beruf eingetreten bin, ich bin irgendwann in den Betriebsrat gewählt worden, da war ich 12 Jahre Wirtschaftsausschusssprecher und auch IG Metall Mitglied. Bin ich noch heute IG Metall Mitglied. So, und meine Hauptsorge für den Standort Deutschland und Hamburg ist die verfehlte Energiepolitik. Wir haben eine enorme Steigerung bei den Energiepreisen, die im Vergleich zu anderen Ländern zu hoch sind. Und das führt dazu, dass energieintensive Industrien überlegen abzuwandern. Die machen dann einfach ihren Energieumsatz in anderen Ländern, aber nicht mehr hier. Die Wertschöpfung findet also auch nicht hier statt. Und das ist ein Problem der linken Politik. Linke Politik schafft ja keinen Wohlstand, sie kann ihn nur verteilen. Wohlstand wird von bürgerlicher Politik erzeugt, das ist die CDU, die FDP und die AfD neuerdings, die das in den Fokus nimmt. Und das ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, das auch Wohlstand zu erzeugen und ihn nicht nur verteilen. Danke. Ja, schönen guten Morgen, Markus Weinberg, 52 Jahre mittlerweile, in Hamburg aufgewachsen, wohne und lebe in Hamburg, seit Geburt nicht ganz, sondern in der Nähe von Hamburg, in Altona, ist ein kleiner Unterschied, und habe nach der Bundeswehrzeit studiert in Hamburg und habe ein Jahr am Christianeum als Referendar mal gearbeitet. Also die Eltern müssten mich noch kennen, aber schon lange her. Politisch gesehen zum Thema Wirtschaftspolitik. Hamburg geht's gut, ökonomisch geht's uns gut, aber Obacht und Vorsicht. Wir müssen zwei Dinge beachten. Das eine ist, wir sind ein Industrie-, Wirtschafts- und Hafenstandort. Das ist auch für die zentrale Funktion der Wirtschaft entscheidend. Wir brauchen aber eine Transformation hin zu einem Wissenschafts- und Forschungsstandort. Die Metropolen der Zukunft werden nur dann Wertschöpfung generieren, neue Wertschöpfung generieren, wenn wir investieren in Forschung und Entwicklung. Die großen Metropolen Europas und die großen Metropolen Deutschlands, worüber wir sprechen müssen, sind mittlerweile wesentlich weiter als Hamburg. Und sorry, Rot-Grün hat es nicht geschafft, in den letzten Jahren neue Impulse zu setzen. Da werden wir mal drüber sprechen müssen, was haben wir getan im Bereich Wirtschaft. Der Kollege und Wissenschaft, der Kollege der SPD, wird sich schon freuen auf die nette Argumentation. Entscheidend wird sein, also Hafenstärken auf der einen Seite, konkurrenzfähig machen, ihr habt es gesagt, Rotterdam, Antwerpen ziehen an uns vorbei. Auf der anderen Seite aber neu investieren in die klugen Köpfe, das heißt eine kluge, innovative Bildungspolitik, das heißt die besten Köpfe, die klugen Köpfe nach Hamburg holen, um hier dann auch Wertschöpfung zu generieren und neue Impulse für die Wirtschaft zu setzen. Das brauchen wir in den nächsten 10, 20 Jahren und darüber müssen wir uns intensiv Gedanken machen. Danke. Ja, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Professor Dr. Andreas Moring. An dem Vortitel hören Sie schon, was mein Job ist. Ich habe eine Professur hier in Hamburg an einer privaten Hochschule in der HafenCity und zwar für den Bereich digitale Wirtschaft und da nochmal fokussiert auf künstliche Intelligenz, was ja momentan so ein bisschen gehypt wird, was ich natürlich ganz gut finde. Und davor habe ich selber 2010 ein eigenes IT-Unternehmen gegründet und habe davor im Medienbereich gearbeitet und davor noch mal ein paar Jahre im Ausland in Südamerika gelebt. Das ist ja aber nicht das Thema, sondern das Thema ist, was stellen wir uns im Sinne der Wirtschaftspolitik für Hamburg vor? Da kann ich da direkt anschließen und mag das gerne noch mal ein bisschen ausführen, nämlich, dass der Schlüssel für Jobs, für Wohlstand und auch für die Zukunft von Hamburg und damit für uns allen in der Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft
liegt. Denn wenn wir das zusammenbringen, und ich merke das ja in meinem Job sowohl als Unternehmer bzw. als Gründer und als Professor an der Hochschule, der Bedarf ist, egal in welcher Branche, extrem hoch. Da gibt es so ein paar Sachen, die Hamburg schon macht, da geht aber noch sehr, sehr viel mehr. Und wenn wir eben die Köpfe, die Institute und auch den Erfindergeist zusammenbringen mit etablierten Unternehmen und daraus was machen und den Kern, den wir in Hamburg haben, eben, wie Markus Weinberg das ja auch gesagt hatte, transformieren, also weiterdenken und die Jobs von morgen und übermorgen schaffen, dann ist damit schon viel gewonnen. Das können wir aber nicht alleine, und das ist der zweite Punkt, sondern wir leben in Hamburg, aber sind keine Insel, sondern leben in der Metropolregion. Und wenn wir uns da auch noch ein bisschen stärker zusammentun und gucken, gerade im Bereich erneuerbare Energien oder auch in anderen Bereichen, was können wir eigentlich mit den Bundesländern um uns herum so alles machen, wo ja auch einiges da ist, dann können wir da sozusagen nochmal einen extra Booster mit reinlegen. Und dafür ist aber auch notwendig, dass wir die Infrastruktur entsprechend ausbauen. Denn es nützt uns ja nichts, wenn wir hier ganz viele Unternehmen haben und ganz viele Institute und einen großen Hafen und so weiter und so fort. Wir brauchen auch Straßen, wir brauchen Schienen, wir brauchen auch Wasserverkehrswege, vor allen Dingen aber Straßen und Schienen, also Infrastruktur, die wir ausbauen. Da ist seit Jahren, seit Jahrzehnten in Hamburg nichts passiert. Die Kölbrandbrücke soll abgerissen werden, muss abgerissen werden. Es ist immer noch nicht klar, was da jetzt an der Stelle kommen soll. Und das könnte man noch ewig erweitern, sowohl in der Stadt als auch um die Stadt herum. Insofern mehr Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, mehr Kooperation in der Metropolregion Hamburg mit unseren Nachbarn und mehr Infrastrukturausbau, damit das Ganze läuft. Da kommen wir hoffentlich, nicht hoffentlich, sondern sehr sicher weiter. Und das wäre so in Kurzform meine bzw. unsere FDP-Ziele für die Wirtschaft in Hamburg. Ja, moin alle zusammen, ich bin Alexander Mogenberg, 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bergedorf, durfte dort auch schon mal der jüngste Bezirksabgeordnete in der Hamburger Geschichte sein. Da habe ich eher Wohnungsbaupolitik gemacht, aber eben auch im Wirtschaftsausschuss mich um die Start-up-Ansiedlung oder um die Weiterentwicklung unserer Innovationsparks gekümmert. Deswegen freue ich mich sehr über das Thema heute. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe Jura studiert, arbeite jetzt in der Start-up-Kanzlei Teilzeit, studiere nebenher Iranistik, um die Sprache der Familie meiner Freundin zu lernen. Und ansonsten bin ich ehrenamtlich unterwegs als Vorsitzender Jesus Hamburg. Wir sind ungefähr 3000 junge Leute in Hamburg, die versuchen, die SPD ein bisschen voranzubringen. Deshalb sitze ich hier heute, weil auch wir Jesus kandidieren, aber wir reden ja heute insbesondere über das Thema Wirtschaft. Was sind die Keypoints von uns dafür? Nummer eins, es wurde schon angesprochen, die Transformation hin zu Green Technology. Da müssen wir gar nicht mehr gucken, was ist alles möglich, sondern teilweise haben wir schon sehr große Sachen. Wir müssen zum Beispiel schauen, wie wir es schaffen, die ganze Windkraftenergie und die vielen Windanlagen, die teilweise ausgestellt werden in der Nord- und Ostsee, zu nutzen. Denn es ist traurigerweise so, während wir alle darüber reden, wie wir mehr Ökostrom bekommen oder wie wir diesen Planeten erhalten können, dass wir tagsüber unsere Windkraftanlagen ausstellen, weil wir die Energie nicht speichern können. Deshalb wollen wir unter anderem die größte Wasserstoffelektrolyse der Welt mit in den Hafen bauen. Warum gerade dort? Von dort aus können wir unsere Industrie, unseren Hafen, aber auch viele andere Wirtschaftsstandorte, aber auch Energieversorger direkt von dort aus mit erneuerbaren Energien versorgen. Da drumherum, weil der Hafen unser größtes zusammenhängendes Gewerbegebiet Europas mit ist, können wir dort auch am besten mit Innovation ansiedeln. Wir können dort problemlos Hubs entwickeln für Logistik, für Green Technology und das dort kombinieren. Das hilft aber alles nicht, wenn sich junge Arbeitnehmer, wir reden gerade überwiegend über Unternehmer, das ist auch wichtig, Unternehmer brauchen aber eine Sache, nämlich Arbeitnehmer. Und in dem Moment, wo Studis und Azubis sich diese Stadt nicht leisten können, können wir so viel in Infrastruktur und Forschung stecken, wie wir wollen, wenn junge Menschen hier nicht herziehen können. Deshalb haben wir gesagt, einer der größten Punkte, das ist auch das Hauptfeedback des Handwerks zum Beispiel, müssen wir vielleicht auch noch sprechen heute, die sagen durchgehend, unser größtes Problem ist, dass Azubis weit außerhalb von Hamburg leben, teilweise sich die Miete hier nicht leisten können, sich Verkehr nicht leisten können und dann hier gar nicht anfangen zu arbeiten. Asklepios in der Innenstadt erhöht sogar schon ihre Gehälter, obwohl es untypisch für Asklepios ist. Warum? Weil sie es nicht schaffen, Azubis anzuziehen. Was machen wir also? Wir brauchen eine Azubi-Wohnheim-Strategie, wir brauchen Studiwohnheime, ganz strategisch dort, wo auch neue S-Bahn-Linien, U-Bahn-Linien stehen, wie man jetzt schon Flächen dort sichert. Und dafür sorgt, dass auch künftig junge Leute sich diese Stadt leisten können, damit sie hier auch in diese Unternehmenszukunft gehen können. Dafür brauchen wir natürlich auch bezahlbaren Verkehr, weil sonst kommen die Leute dort nicht hin. Das sind alles Querschnitte, die mit dem Verkehr zusammen. Also Studis müssen günstig fahren, Azubis dürfen nur 1 € am Tag fahren und Schülerinnen und Schüler müssen auch wissen, dass nach der Schule hier ihr Standort ist, wo sie hier arbeiten, studieren und lernen können. Genau, Sie alle haben in dem NDR-Kandidaten-Check in 2 Minuten Ihre Hauptwahlziele auch nochmal vorgestellt. Das kann ich der Schülerschaft auch nochmal ganz dringlich empfehlen, dort nachzulesen. Das ist echt ein tolles Format. Das Format haben wir unter anderem als Fundus genutzt, um unsere Fragen quasi zu entwickeln an Sie.
Und ich wollte am Anfang nochmal sagen, dass ich darum bitte, die Fragen möglichst mit Beispielen vielleicht zu unterlegen, möglichst konkret zu werden und sich auch etwas kürzer zu halten, sodass wir möglichst weit kommen heute. So, die FDP, die CDU und die SPD hatten gerade eben alle das Gründertum angesprochen bei uns in der Stadt. Sie, die AfD, nennt das auch in ihrem Wahlprogramm. Welche konkreten Konzepte haben Sie diesbezüglich vorliegen und vor allem welche Branchen möchten Sie konkret fördern? Also im Branchenmix liegt unser Schwerpunkt erwartungsgemäß nicht bei den neu erneuerbaren Energien, sondern in anderen Innovationsfeldern, auch künstliche Intelligenz wurde ja angesprochen, das finde ich persönlich auch ein interessantes Thema. Wenn wir neue Energien was machen müssen, dann auf jeden Fall nur in der Forschung. Das heißt, es ist doch jetzt das Problem, dass unausgereifte Technologien, die keine Speichermöglichkeit haben zum Beispiel, es wird Windkraft gemacht, es wird Solarkraft gemacht, aber keine Speichermöglichkeit mit installiert. Wasserstoff wird jetzt gerade erst diskutiert, aber die ganzen Anlagen wurden ja schon installiert. Das ist meiner Meinung nach ein Grundfehler der aktuellen Politik, dass man vorprescht, ohne dass man eine vollständige Lösung hat. Das heißt, es werden volatile Energieformen an den Markt gebracht, ohne dass man damit vernünftig arbeiten kann. Wenn alle Kohlekraftwerke und alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, dann können wir das Netz nicht mehr vernünftig regeln. Dafür haben wir gar nicht genug Übertragungskapazität Richtung Frankreich, um das aufrechtzuerhalten. Und ich finde, da sollte man mehr forschen, dass man damit vernünftig umgehen kann. Aber nicht, um es gleich einzusetzen, sondern erstmal zu beweisen, dass es sich rechnet. Denn wir können uns die hohen Preise hier in dieser Stadt nicht leisten. Und eben nochmal zum Thema Gründung nochmal wieder zurück, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, gebe ich zu. Materialwissenschaften und additive Produktionstechnologien sind auch ein wichtiger Punkt. Wir können ja heute mit 3D-Druck nicht nur Plastikbecher drucken, sondern auch hochfeste Stähle oder Kabite, die dann Werkzeugmaschinen bauen, die müssen nur einmal angeschliffen werden und dann hat man Werkzeuge, die man bisher gar nicht herstellen konnte. Man kann dann Materialgradienten in die Werkzeuge reindrucken. Also ich war auf so einer Messe, habe mir das mal angeguckt. Das sind Möglichkeiten, die hatten wir bisher gar nicht. Additive Manufacturing erlaubt Technologien, die man konventionell niemals machen konnte. Und das ist ein Punkt, der die deutsche Wirtschaft hoffentlich stark voranbringen wird. Sie hatten jetzt gerade eben genannt, dass Sie die Wissenschaft weiter fördern möchten. Sie von der FDP, Herr Moring, Sie hatten auch gesagt, Sie wollten die Wissenschaft mit der Wirtschaft verknüpfen. Wo genau möchten Sie sie verknüpfen und was ist das, was Sie sich davon erhoffen? Also was ich mir davon erhoffe, ist das, was Hamburg eigentlich seit mehreren hundert Jahren stark macht, nämlich neue Ideen, innovative Ideen und vor allen Dingen halt auch marktfähige Geschäftskonzepte. Ja, man kann ja immer gerne sagen, Berlin ist die Gründerhauptstadt, mag ja sein, aber das Geschäft wird in Hamburg gemacht, noch, und das soll auch weiter so bleiben. Das ist ja das, was uns in Hamburg ausmacht, dass wir auch nicht immer nur sozusagen den alleine haben, sondern auch wissen, okay, wie machst du halt ein Business draus. Und wenn wir halt Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen, dann ist das der beste Treiber genau dafür, dass nicht einfach nur irgendwas gemacht wird, sondern dass daraus auch Unternehmen entstehen, dass daraus Arbeitsplätze entstehen, dass daraus auch neue Branchen entstehen. Und das ist ja letztlich das, was alles bezahlt. Ja? Denn diese Unternehmen, diese Mitarbeiter, diese Arbeitnehmer zahlen die Steuern und erst damit können wir beispielsweise Schulen oder Infrastruktur oder alles Mögliche mehr oder weniger finanzieren. Das ist also das, was ich mir davon verspreche. Warum und wie will ich das machen? Das eine ist natürlich Investition und Geld, klar. Das ist aber nicht unbedingt das Wichtigste. Das, was mindestens genauso wichtig ist, ist, dass ich Räume habe bzw. Plätze habe, wo Menschen zusammenkommen, wo Unternehmen, wo Institutionen, wo Gründer, wo Wissenschaftler zusammenkommen. Da gibt es in Hamburg ein paar, aber da geht durchaus noch mehr und da entsteht ja auch so einiges. Beispielsweise Hammer Brooklyn oder es gibt das Artificial Intelligence Center, wo ich auch mit dabei bin und das mit gegründet habe, wo sich einfach Leute treffen. Denn es muss nicht immer alles vom Staat vorgegeben und gelenkt werden, sondern es geht darum, entsprechende Freiräume zu schaffen, die auch entsprechend auszustatten und dann sind wir alle schon schlau genug, die besten Ideen draus zu machen. Das haben wir auch in den letzten Jahrzehnten entsprechend bewiesen.
Und letzter Punkt, was man auch noch anders machen könnte, was auch damit einspielt, es geht immer nur nicht mehr darum, irgendwelche Gründer mit Geld nur zuzuschmeißen und zu sagen, okay, hier kriegst du noch ein bisschen Kohle und hier kriegst du auch noch ein bisschen Kohle. Das, was wichtig ist, gerade für neue Unternehmen, ist, in den Markt reinzukommen. Die haben nämlich gute Ideen, die haben gute Produkte, die kommen nur nicht an die Kunden ran. Und da kann durchaus die Stadt was machen, indem sie beispielsweise sagt, wenn es darum geht, Smart Building, Green Technology oder andere Sachen, okay, pass auf, wir geben euch die ersten Aufträge. Ihr habt da einen Prototyp, ihr habt eine neue Technologie, wie auch immer. Die müsst ihr aber einsetzen. Ihr müsst auch beweisen, dass das Ganze funktioniert im Markt und dass es das Geld wert ist. Und wir geben euch die Möglichkeit, genau das zu tun. Bei den nächsten Bauprojekten, bei den nächsten Infrastrukturprojekten, bei der Umstellung der Energieversorgung oder wie auch immer. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern das hat was mit politischer Fokussierung, mit politischem Willen zu tun. Und da kann man sicherlich einiges noch durchaus besser machen. Und dafür treten wir auch an. Wichtig dabei ist auch immer, wer stellt diese Rolle an. Also gerade junge Gründer, die in Branchen unterwegs sind, wo man vielleicht sehr viel an technischen Equipment braucht, um das zu erforschen. Also wenn es um erneuerbare Kraftstoffe geht, wenn es um Lasersensoren geht, um Nanotechnologie. Da haben viele vielleicht coole Ideen im Studium, müssen sich dann aber im Zweifel schon vertraglich extrem pflichten an größere Unternehmen, um es erforschen zu können. Da setzen wir gerade an, und das ist gut, dass wir da auch weitestgehend unterstützt werden, indem wir nämlich auch Räumlichkeiten schaffen, wo das möglich ist. Also als Beispiel, viele TUHH-Studenten, die gerade forschen, haben relativ in der Nähe die Möglichkeiten, dort zu forschen. Wir haben das Laserzentrum in Berglauf entwickelt, wo jeden Abend Studierende sind, die ihre Uni-Projekte, die ihre Startup-Ideen dort entwickeln können. Und wenn es funktioniert, wird daraus vielleicht ein riesiges Unternehmen. Und wenn nicht, haben sie dafür aber nicht eine Million an Kapital selbst einwerben müssen, sondern konnten ein öffentliches Zentrum nutzen, um das zu machen. Und genau das wollen wir auch weiterentwickeln, wenn es um die Science City Warentag geht, wenn es um die Weiterentwicklung des DESI-Instituts geht, also gerade Nanotechnologie. Wenn da jemand eine Idee hat, muss er eigentlich ein Forschungszentrum kaufen, um mal zu gucken, ob es funktioniert. Das kann natürlich nicht sein. Deswegen bauen wir einfach eins hin, was dann in Kooperation dort genutzt werden kann, wo man sich nicht vertraglich schon binden muss und sagen muss, danach kriegt Siemens alles, was ich entwickelt habe, sondern vielleicht auch sagt, ich habe es entwickelt, ich darf es sogar behalten. Und das Gleiche kommt natürlich dann auch, wenn wir darüber reden. Und das ist der zweite Punkt, auch Richtung digitale Bildung quasi, in Richtung empowern, das zu tun. Brauchen wir auch Standorte, wo sich die durchschnittlichen Hamburger oder Hamburger, die vielleicht nicht schon in der Schule oder im Studium darauf angefixt wurden, dahingehend weiterbilden können. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein Haus der digitalen Bildung. Das gibt es in Helsinki zum Beispiel, das gibt es in anderen Ländern schon, wo es große Plätze gibt, wo man hingehen kann, egal ob als motivierter Rentner oder als Student, der Coding lernen will oder anderes. Genau sowas müssen wir, wenn wir ohnehin schon die Zentralbibliothek weiterentwickeln müssen, die Platz aus allen Nähten, die muss weiter ausgebaut werden. Da können wir nach dem Vorbild dieses großen digitalen Bildungszentrums in Helsinki genauso was machen, wo man täglich, tagsüber Kurse hat, wo man als Schüler hingehen kann, der irgendwas nicht versteht oder sagt, ich habe eine geniale Idee, aber meine Informatiklehrer können das nicht, ich möchte es hier lernen. Oder gleichzeitig als Erwachsener sagt, ich hätte Lust, mich fortzubilden, habe aber nicht das Geld dafür. Wir müssen solche Zentren schaffen, wo es quasi der Allgemeinheit möglich ist, zu wachsen und dann eben auch seine Ideen und Träume zu erfüllen. Wir haben jetzt gerade eben viel über Gründertum gesprochen. Herr Weinberg, Sie hatten in dem NDR-Kandidatencheck unter anderem gesagt, Sie wollten gerne neue Branchen und neue Unternehmen nach Hamburg holen. Welche Unternehmen, welche Branchen möchten Sie gerne hier haben und wo stellen Sie sich vor, wo sollen Sie sich ansiedeln, wenn Hamburg bis jetzt nicht zugepflastert? Ja, vielleicht ganz kurz zum Ist-Stand. Also man sagt ja, die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft erkennt man daran, wie gibt man für Bildung aus und für Forschung aus. Also gibt es so ungefähr die Berechnung, so 7% des Inlandsprodukte sollte man für Bildung ausgeben und 3% für Forschung und Entwicklung. Mittlerweile sagen sie, es müssen dann 4% sein, weil die modernen Gesellschaften mehr forschen müssen. Hamburg gibt 2,2% aus, Stuttgart gibt 4% aus, Kopenhagen mehr als 6%. Ich will nur mal belegen, dass es nicht so weit ist momentan mit der Forschung und Entwicklung. Wie kriegt man das also hin, dass man aus der Wissenschaft, aus der Forschung und Entwicklung Wertschöpfung generiert für neue Unternehmen? Ich nehme mal ein Beispiel, was gerade angesprochen wurde, Bahnfeld City oder Science City. Ich wohne in Bahnfeld. Super Programm, super Objekt. Das Problem ist nur, dass man jetzt überlegt, dort wird geforscht und nebenan baut man Wohnungen. Im ersten Ansatz, ganz klasse. Aber ich frage mich, warum hat man keine Flächen geschaffen? Man muss doch Flächen schaffen, dass wir Ausgründungen haben. Der forscht, muss später Flächen haben, dass er ein Unternehmen gründet, ein Start-up gründet, dass er sagt, ich kann das, was ich erforscht habe, auch umsetzen in Wertschöpfung. Was muss man also tun? Man muss überlegen, welche Flächen kann man generieren für neue Branchen. Steinwerder Süd ist eine große Fläche im Hafen. Da könnte man zum Beispiel Thema Robotik, 3D-Druck,
Flächen akquirieren und Flächen schaffen für Forschung, Entwicklung und Produktion. Dazu gehört aber auch, dass man nicht nur über Flächen diskutiert, dass man Flächen anbietet, sondern auch finanzielle Mittel bereitstellt. Und wenn man dann mal schaut, was abgerufen wurde in Hamburg in den letzten Jahren von Startups, ist das nahezu erbärmlich. In Lüneburg, in München wird wesentlich mehr gegründet. Da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten, auch sozusagen an Fonds zu kommen und hier auch Ansätze zu schaffen. Und dann braucht man noch eins, und ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen, und dann bin ich auch schon fertig. Es gibt sehr viele Menschen, die wollen sich sozial engagieren. Die Social Entrepreneur, das sind soziale Unternehmer. Liwag und Aqua ist so ein großer Unternehmer. Frische Post, vielleicht viele von euch kennen das. Und viele sagen auch so, Mensch, ich will gar nicht Profit machen, oder ich will was Gutes für die Gesellschaft tun, ich muss aber auch ein bisschen Geld verdienen. Da brauche ich eine Strategie für. Ich muss die beraten. Ich muss sagen, ich muss an der Universität bereits Module einführen. Wie kann ein sozialer Unternehmer schon lernen, wie betriebswirtschaftlich so ein Unternehmen aufgebaut wird. Eine Stabsstelle einrichten und eine Gesamtstrategie entwickeln. Und ich glaube, was wichtig ist, und das hat der Kollege der FDP auch formuliert, dass wir das alles mal im norddeutschen Rahmen betrachten. Nicht mehr nur die Metropolregion Hamburg, das ist gestern gewesen, das war ein guter Ansatz von Ulrich von Beuys, von der CDU damals. Jetzt geht es um die Nordregion. Kooperieren mit Lübeck, mit Kiel im Norddeutschen Verbund und dann überlegen, wie kriegen wir Flächen, wir müssen Flächen schaffen, wir müssen finanzielle Mittel bereitstellen, wir müssen beraten und wir müssen die jungen Menschen mitnehmen, einfach mit Blick auf die Situation der Gesamtmetropole. Ich glaube, da hat Hamburg viele Chancen verschlafen. Nur ein Beispiel, erneuerbare Energien. Gibt es eine große Studie, die hat gesagt, Hamburg könnte Weltmarktführer sein im Bereich der erneuerbaren Energien, wenn man mal seine Chancen nutzen würde, hat man aber nicht. Das kommt jetzt drauf, in den nächsten 5 bis 10 Jahren endlich diese Chancen strategisch besser zu nutzen. Frau Orte, was sagen Sie dazu? Wir hatten ja viel über Industrie gesprochen. Sie hatten in Ihrem Wahlprogramm erwähnt, Sie wollen beispielsweise auch den Hafen zu einem Grünhafen machen. Wie stellen Sie sich das vor, die Industrie klimaneutral zu machen oder quasi dort die Emissionen zu reduzieren? Ja, klar ist, dass der Klimaschutz natürlich eine Aufgabe ist für die gesamte Wirtschaft und sich das durchzieht, auch natürlich der Hafen seinen Beitrag leisten muss. Und für den Hafen bedeutet natürlich mehr Umweltschutz und mehr Klimaschutz auch, dass wir nicht wollen, dass die Elbe nochmal weiter vertieft wird. Die aktuelle Vertiefung, die ist ja beschlossen, die wird umgesetzt. Aber es ist total offensichtlich, dass man die Elbe nicht unendlich oft vertiefen kann. Und die größten Containerschiffe können ja auch schon bis nach Hamburg reinfahren. Sie können nur nicht vollständig beladen werden. Das ist aber was, also das ist ein Wahnsinnsaufwand und Wahnsinnsumweltschaden, wenn man jetzt immer wieder tiefer und tiefer baggert. Das kann einfach nicht die Lösung für die Zukunft sein. Und Hamburg liegt nun mal nicht am Meer, sondern im Binnenland. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie die Wirtschaft sich transformieren kann, sodass wir alle gemeinsam eben gegen den Klimawandel vorgehen können. Und in der Wirtschaft ist es ja auch so, dass, also die wird ja auch getragen von vielen kleinen Unternehmen, von den Startups, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Und wir gemeinsam eben auch die sozialen Unternehmen auch wachsen in Hamburg. Und keiner würde jetzt noch ein Unternehmen gründen, ohne den Klimaschutz von Anfang an mitzudenken. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und das müssen wir auch unterstützen. Und dafür setzen wir uns natürlich sehr ein. Darf man kurz, direkt mal kurz noch zum Thema Hafen und Elbvertiefung. Erstens, es wird ewig noch mehrfach vertieft werden können, weil darunter ein Elbtunnel ist. Also auch die Drohgebärde bitte nicht weiter vertiefen, das werden wir nicht machen, weil da einfach ein bauliches Hindernis drunter liegt. So, aber trotzdem, warum ist es so wichtig und warum ist gerade unser Hafen eigentlich von seiner Grundkonzeption her schon in dem Moment, wo wir mehr Landstrom auch haben, das ist der große Malus, der gerade eingegangen wird, eigentlich genial für das Klima. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie Waren transportiert werden können auf der Welt, ist die containerweise Verschiffung über große Schiffe eine der klimafreundlichsten Möglichkeiten, die es gibt. Und in dem Moment, wo man in Hamburg ankommt, und das ist ja der Witz, ist Hamburg nicht irgendein Hafen, wir liegen zwar nicht am Meer, aber wir sind der größte Eisenbahnhafen, den wir in Deutschland haben, den wir glaube ich sogar in Europa haben, wenn ich mich nicht irre. Und deshalb sind wir von hier aus in der Lage, die Dinge direkt von dem Container auf die Schiene zu packen und dann weiter nach Polen, nach Süddeutschland, wenn wir die Fehmarn-Welt-Querung haben, nach Skandinavien problemlos hoch, kurzum. Dieser Hafen ist allein durch seine Konzeption her dadurch ausgelegt,
dass wir, sobald wir Landstrom ausbauen, da sind wir gerade dabei, da ziehen wir auch zum Glück alle mit, in der Lage sind, dann von hier aus durch unseren Standort ja eigentlich auch aktiven Klimaschutz zu leisten, weil wir es schaffen, Waren, große Gütermengen zu transportieren, auf eine Art und Weise, die extrem klimaschonend ist. Und deswegen glaube ich, sollten wir nicht auf die Debatte kommen, dass der Hafen ein Klimakiller ist. In dem Moment, wo wir es schaffen, ihn mit Landstrom zu versorgen, sind wir dort in der Lage, eigentlich durch gute Infrastrukturpolitik, durch Stärkung des Schienenausbaus, das haben wir gerade in den Bundesverkehrswegeplan reinbekommen, dass es noch weiter ausgebaut wird. Jetzt gucken wir bei europäischen Mitteln, ob wir die Eisenbahn, Haupttrasse daran auch noch stärken können. Kurzum, die Hafenwirtschaft selbst, die Hafenlogistik, die dahinter steckt, ist eigentlich einer unserer 10 zentralen Angelpunkte und Hebelpunkte, um hier Klimaschutz zu leisten. Ein Kommentar zum Thema CO2, das ist ja immer wieder sehr bestimmt, die Diskussion, was da kommt. Das CO2-Wachstum, also der Ausstoß der Menschen, der von 2017 auf 2018 weltweit passiert ist, ist höher als der jährliche Ausstoß von Deutschland. Das heißt, wenn wir Deutschland von heute auf morgen wegnehmen würden oder in die Steinzeit zurückversetzen würden, dann würde der Entwicklung des CO2-Ausstoßes auf der Welt ein Jahr einen Knick machen, eine waagerechte, und danach weiter gerne nach oben gehen. Das heißt, Deutschland aus der Welt rauszunehmen als CO2-Emittent bringt der Weltemission fast nichts, sondern nur genau ein Jahr. Hat ja auch keiner verlangt. Hat ja auch keiner gesagt. Nein, selbst wenn man so radikal ist, Deutschland komplett rauszunehmen. Aber so radikal ist keiner. Ja, natürlich nicht. Aber es wird ja gefordert, massiv CO2 einzusparen hier in Deutschland. Und selbst wenn man so radikal ist, wie eben gesagt, selbst dann hat es keine Auswirkungen. Das heißt, die Aktivitäten, die hier laufen, haben noch weniger Auswirkungen auf den Welt-CO2-Ausstoß. Also natürlich. Sie brauchen nicht so schnell. Das ist doch bloß eine Statistik. Die Kurve. Herr Jersch, ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Ja. Herr Jersch, sehen Sie das genauso, dass wir jetzt also dann gar keinen Umweltschutz betreiben müssen, da wir weltweit dann auch nichts damit verändern können? Nein, das ist der völlig falsche Ansatz. Also, ich sag mal, mit Ausnahme für ein paar abseitigen Meinungen ist da eigentlich völlig klar, was mit dem Klima los ist, wer Einfluss auf den Klimawandel hat. Und da muss jeder und jede vor ihrer und seiner eigenen Tür anfangen, das, was bisher, ich sag mal, in die Grütze geritten worden ist, wieder auszugleichen. Jeder muss da seinen Beitrag leisten. Wir haben mit dem Pariser Klimaabkommen dort Vereinbarungen und daran müssen wir uns halten. Daran müssen wir auch den Klimaplan der Stadt halten. Sind die Ziele dort ausreichend dafür? Wir meinen als Linke nein. Wir brauchen mehr, was dort investiert werden muss, was wir an Maßnahmen brauchen. Und vor allen Dingen, es hat überhaupt keinen Sinn, auf andere zu warten. Wir müssen das, was wir als notwendig erkannt haben, durchführen, weil alles andere wäre völlig unlogisch und absurd und wir würden dort die Zukunft der Welt weiter gefährden. Ich kann das auch gerade, weil ich Ihnen zustimme, tatsächlich mit Blick auf Klimaneutralität ist das Thema der Verlagerung der Verkehre aufs Wasser klug. Das heißt, man muss schon überlegen, und das ist dann wirklich auch eine Maßnahme, die wirkt, weil unheimlich viel CO2 eingespart wird, dass man dieses verstärkt. Zwei Dinge sind, glaube ich, wichtig. Das erste ist Landstrom, bin ich sehr dafür. Aber wir müssen in Nordeuropa, in der Nordrange, irgendwie übereinkommen mit anderen Häfen, dass auch alle diesen Weg gehen. Weil eins wird ein Problem, oder könnte ein Problem sein, wenn wir das nämlich nur alleine als Hamburger Hafen machen, dann werden nämlich Unternehmen, die auf das Geld achten, sagen, naja, dann ist Hamburg ein bisschen teurer als andere. Und dann werden wir Hamburg nicht mehr anlaufen. Das heißt, wir müssen dieses Thema auch in der Nordrange, so nennt man das, die Nordregion, mit den anderen Häfen gemeinschaftlich auf den Weg bringen, aber da gibt es auch schon gute Gespräche. Das Zweite, ich habe es nochmal angesprochen, ich will das noch zwei Zahlen deutlich machen. Seit 2007, 2008, der damaligen großen Finanz- und Wirtschaftskrise, ist es so, dass seitdem Rotterdam und Antwerpen ungefähr 25% zugelegt haben beim Umstand mit Containern, Hamburg hat stagniert. Und wir haben jetzt die ersten Dienste, die aus Hamburg abziehen. Und deswegen muss man eins nochmal kritisch betrachten, Hamburg muss konkurrenzfähig sein. Da geht es um Gebühren, um Steuern und um Abgaben. Und die sind in den letzten Jahren immens gestiegen. Das große Problem für Hamburg wird sein, dass dann viele Dienste sagen, Hamburg ist uns zu teuer, wir
nehmen Antwerpen, Rotterdam, also laufen andere Häfen an und transportieren dann Güter von weiter entfernten Orten wieder mit Lkw über die Straße. Und deswegen wäre es dringend geboten, auch die Konkurrenzfähigkeit des Hamburger Hafens wieder im Blick zu nehmen. Nicht nur deswegen, weil das ein Hauptarbeitsplätzebeschaffer ist, in Anführungszeichen, sondern auch, weil das was mit Klimaneutralität zu tun hat. Insoweit bleibt der Hafen und die Unternehmen im Hamburger Hafen sind innovativ. Es ist ja nicht so, dass sie sich verweigern der Klimafrage. Aber ich würde sie immer mitnehmen und gemeinsam Lösungen besprechen. Aber es muss immer ein zentraler Anker der Politik sein, zu sagen, wir stärken den Hafen als Industriestandort und sprechen dann auch gemeinsam darüber, wie wir was fürs Klima tun können, in der Kooperation mit den großen Wirtschaftsbetrieben. Ist es keine Chance für den Hafen E-Fuel da zu produzieren? Wie stehen Sie zu E-Fuels im Hafen? Also das Zukunftsthema ist Wasserstoff und es gibt eine Wasserstoffstrategie und das wird noch bei. Ja, aber was man hätte tun müssen, ist doch folgendes beim Thema Wasserstoff. Man hat ja erste Ansätze, aber erste Ansätze sind auch noch sehr klein und noch nicht weitgehend genug. Das sind doch die Industrien der Zukunft, das ist das Thema der Zukunft. Gerade die Wasserstoffstrategie, die im Norddeutschen Verbund mittlerweile angegangen wird, das wird das Thema sein, weil letztendlich auch bei allem Respekt andere Energieträger irgendwann auslaufen werden und deswegen Wasserstoff und dann auch jetzt investieren und jetzt die Forschungsunternehmen nach Hamburg holen, die dann auch Wertschöpfung generieren für die Wirtschaft. Das muss eine Strategie sein. Kurz eigentlich über Weinberg ansetzen und die AfD nicht verstehen. Die Moment, wo man sagt, wir haben so einen kleinen Anteil der Weltwirtschaft. Erstens negiert man damit Deutschlands Rolle als Exportweltmeister hier. Das ist in dem Moment, wo wir neue Produkte, neue Technologien produzieren, werden die überall auf der Welt genutzt. Also alleine das zu vergessen, ist schwach. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Frage, in dem Moment, wo wir dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft transformiert wird hin zu Green Technology, ist das kein Arbeitsplatzkiller, es ist die einzige Möglichkeit, perspektivisch hier Arbeitsplätze zu haben. Überall auf der Welt fangen wir an, aus guten Gründen, aus dem ganz platten Grund, dass wir derart viel CO2 ausstoßen, dass dieser Planet bald weg ist, fangen wir gerade an, weltweit zu regulieren. Wenn wir nicht jetzt anfangen, unsere Wirtschaft dahin zu transformieren, dass sie damit mithalten kann, dass sie die Produkte und innovativen Lösungen hat, die dann auf dem Weltmarkt auch gefragt sind, ist das keine Frage, wir machen zu viel ökologische oder Green Technology Sachen, unsere Wirtschaft ist weg. Wenn wir es nicht jetzt machen, ist sie deshalb in 20 Jahren weg. Deshalb müssen wir jetzt anfangen, deshalb ist das ehrlicherweise kein Arbeitsplatzkiller, auch wenn die AfD das in jedem Interview deutschlandweit sagt, sondern eigentlich die einzige Möglichkeit, unseren Wirtschaftsstandort Deutschland und auch Hamburg so zu erhalten, wie wir jetzt, wir sind eigentlich schon hinterher, es ist richtig gesagt worden, die Wasserstoffanlagen müssten schon längst stehen und deshalb müssen wir jetzt auch im Turbo da hinterherliegen, das ist nämlich kein Jobkiller, es ist die einzige Möglichkeit, dass hier künftig noch Arbeitsplätze entstehen, wo diese allen jungen Leute zum Beispiel nur mal arbeiten können. D'accord damit, nur eine Sache muss man dabei bedenken, nicht nur, wenn man von Transformation und so weiter und so fort redet. Man kann einiges sozusagen vorschreiben und regeln, aber man muss halt auch immer schauen, dass es mit Sinn und Verstand geschieht und dass es halt auch wirtschaftlich, weil man hat es gesagt, wirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll ist. Und da gibt es dann schon einen Unterschied zwischen den Parteien. Bei der Frage, habe ich eine gewisse Offenheit, habe ich eine gewisse Toleranz oder habe ich die nicht? Und ich sage, die brauchen wir. Wir müssen bestimmte Regeln haben, dass wir beispielsweise den Landstrom im Hafen zur Pflicht machen. Es gibt aber auch andere Instrumente, die nicht eine Vorschrift sind, die aber viel effektiver sind. Und da rede ich von den sogenannten CO2-Zertifikaten. Das heißt ja, okay, jeder kriegt ein bestimmtes Budget. Wenn er das überschreitet, wenn er zu viel CO2 ausstößt, dann muss er dafür bezahlen bzw. sich Zertifikate nachkaufen. Wenn er das nicht macht, kann er die sozusagen wieder verkaufen und macht damit sozusagen noch einen Umsatz und Geld. 2019 war das Jahr, in dem die CO2-Emissionen in Europa gesunken sind. Zum allerersten Mal. Warum? Weil der Zertifikatehandel jetzt endlich wirkt. Und weil auch gerade das Stichwort China kam. Das Interessante ist ja, das kommunistische System in China hat sich jetzt dafür entschieden, für den Klima- und Umweltschutz ein marktwirtschaftliches Instrument einzusetzen. Die sagen nämlich, die kommunistische Partei in China sagt, pass auf, wir müssen CO2-Zertifikate bei uns einführen, ein urmarktwirtschaftliches System, weil das der effektivste Schutz bzw. das effektivste Mittel ist, um CO2-Emissionen wirklich zu senken.
Und wenn wir das hinkriegen, mit Deutschland, mit Europa und mit China zusammen, weil wir ja jetzt schon alle das Gleiche machen, Zertifikatehandel hier, Zertifikatehandel da. Man kann auch anders sagen, CO2-Zertifikate sind ein CO2-Deckel. Das ist anders als eine Steuer oder eine Vorschrift. Eine Steuer kann ich umgehen. Da sage ich einfach, ich verlagere mein Unternehmen irgendwo anders hin. Solche Zertifikate, also wirklich einen harten Deckel, kann ich nicht umgehen. Und China macht das und Europa macht das. Das wäre dann mal wirklich eine Chance, gemeinsam auch global was hinzukriegen. Und dazu gehört dann eben auch zu dieser Offenheit. In anderen Bereichen fordern wir immer Toleranz und Offenheit und so weiter, richtigerweise. Aber auch gerade wenn es um die Umwelt geht, würde ich mir auch ein bisschen mehr Toleranz und Offenheit wünschen, auch für andere Ideen, wie beispielsweise das, was ich gerade gesagt habe. Und, das klang ja gerade an, E-Fuels bzw. Wasserstoff ist eben der Antrieb der Zukunft. Es gibt hier in Hamburg Wasserstoffforschung. Ich kann aus Windstrom Wasserstoff erzeugen und aus diesem Wasserstoff synthetische Kraftstoffe, die null CO2-Emissionen haben. Dafür brauche ich dann aber auch entsprechende sozusagen Maschinen oder Motoren. Also jetzt zu sagen, wir müssen alles auf E-Mobilität umstellen, bringt uns nichts. Ich kann diese E-Fuels in ganz normalen Diesel reinkippen und schon ist der CO2-neutral. Und wenn wir da vielleicht nicht ganz so engstirnig sind und immer nur sagen, Verbot, 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 sondern mal gucken, offen und auch mit Sinn und Verstand, was gibt es eigentlich noch so, was mindestens oder auch noch effektiver ist und was auch wirtschaftlich sinnvoll ist, dann kommen wir da besser raus, dann tun wir was für die Umwelt und wir tun was für die Hamburger Wirtschaft. Beate, wie sehen Sie das? Möchten Sie auch ohne Verbote arbeiten? Ich denke, dass man um Verbote oder ordnungspolitische Mittel manchmal auch nicht ganz drumherum kommt. Es ist wichtig, Anreize zu schaffen, es ist wichtig, Akteure zu vernetzen, aber einige Verbote, die sehr gut gewirkt haben, zeigen, dass es sehr sinnvoll sein kann. Das Rauchverbot zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass vorher alle gesagt haben, das geht nicht und das wollen wir nicht und ständig wollt ihr uns was vorschreiben. Jetzt sind alle so dankbar dafür, dass man in Restaurants, Clubs und Bars wieder vernünftig atmen kann. Also Verbote können auch sehr sinnvoll sein. Oder es ist lange her, aber Kühlschränke hatten früher mal ein FCKW, das war wahnsinnig ozonschädlich, das wurde verboten. Und auf der ganzen Welt gibt es jetzt solche Kühlschränke nicht mehr. Also Verbote können einfach sehr sinnvoll und sehr gut sein. Aber wir wollen natürlich in Hamburg ganz konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz umsetzen, die auch mit Förderung und Vernetzung zu tun haben oder mit Vorgaben wie bei der energetischen Sanierung von Gebäuden. Wenn wir neue Häuser bauen, wenn Dächer saniert werden, dann muss doch klar sein, dass wir das Potenzial ausschöpfen müssen für Solarenergie. Wenn wir investieren in den Verkehr in Hamburg, da müssen wir nicht nur darüber nachdenken, womit fahren die Autos, sondern brauchen wir überhaupt so viele Autos? Muss jeder ein eigenes Auto haben? Oder können wir nicht viel, viel klügere Mobilitätskonzepte umsetzen, wo Menschen eben einen sehr, sehr gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr haben, mit Bussen, die häufiger fahren, mit U-Bahn, die weiterfahren? Also man darf auch nicht immer nur denken, Umweltschutz heißt, man hat das gleiche System und betreibt es nur anders, sondern wir brauchen auch ganz andere neue Systeme, ganz neue Lösungen. Da muss man wirklich neu denken und für die Gemeinschaft denken und solidarisch denken. Wir hatten jetzt gerade eben nochmal die Verbote angesprochen. Was genau würden Sie denn gerne in Zukunft verbieten, der Wirtschaft hier in Hamburg? Also in dem Moment, wo die Landstrommöglichkeiten gebaut sind, würde ich tatsächlich da den Schiffen verbieten, noch ihre Diesel laufen zu lassen. Also es muss klar sein, sobald die Möglichkeiten da sind, darf die Luft in der Hafencity nicht mehr so verpestet sein, dass die Fenster der Anwohner jeden Morgen wieder schwarz sind, nachdem man sie geputzt hat. Auch nicht nur Installation am Land, sondern auch im Schiff. Und nicht jedes Schiff ist dafür eingerichtet. Das heißt, das wird dazu führen, dass die in Hamburg nicht mehr anlaufen, sondern in Rotterdam. Das hat der Weinberg ja schon richtig gesagt. Das muss eine europäische Lösung sein. Sonst klappt das nicht mit dem Landstrom. Wir setzen uns natürlich auch für europäische Lösungen ein. Frau Horte, das heißt also, Sie wären bereit, den Landstrom so zu verpflichten, dass dann wir auch auf einen Teil der Industrie verzichten müssen, wenn die nach allem dabei sind, dann Hamburg nicht mehr anlaufen würden? Das würde den Hafen schwächen.
Wir gehen davon aus, dass es möglich ist, den Landstrom dann auch wirklich zu nutzen an Bord. Dass wir, klar ist natürlich, die Stromversorgung darf dann nicht deutlich teurer sein als das, was du, wenn du dein Diesel laufen lassen würdest an Bord, was das dann an Energie kostet, darf natürlich nicht viel billiger sein als der Landstrom, den wir anbieten. Das heißt, da müssen wir eben auch gegebenenfalls über Vergünstigungen sprechen, sodass es keine wirtschaftlichen Gründe geben kann, den Landstrom dann nicht zu nutzen. Herr Moring, was sagen Sie denn dazu? Zu der Idee? Zu dem Landstrom, richtig, genau. Ja, also erstmal ist es ja schon interessant, dass vor zwei Tagen im Hamburger Abendblatt und auch in anderen der große Artikel war, die Grünen wollen jetzt den Landstrom verpflichtend machen. Das ist gut. Frage ich mich nur, die Grünen stellen den Umweltsenat vor beispielsweise und die Grünen sind seit 5 Jahren im Senat. Ein halbes Jahrzehnt. Also sie hatten ein halbes Jahrzehnt Zeit, das schon mal anzufangen. Es dauert ja eine gewisse Zeit, diese Infrastruktur zu bauen. Also warum hat man dann 5 Jahre nichts getan und kommt jetzt zufälligerweise eine Woche vor der Wahl auf die Idee? Die Frage stelle ich mir zumindest mal als Erste. Wenn ich was will, dann warte ich doch nicht 5 Jahre. Sondern wenn ich die Idee habe, dann fange ich sofort an. Genau, wenn ich weiß, dass der Ausbau noch ein paar Jahre dauert. Also insofern ist die Idee super, aber man hätte es ja schon längst machen können. Ja, warum das nicht geschehen ist, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Das Wichtige ist ja dann dabei, und das kann ja auch an, dass die, also wenn ich es verpflichtend mache, dass es dann halt auch nicht teurer sein darf, als wenn ich meinen dreckigen Schweröl-Diesel da auf dem Schiff laufen lasse. Das ist ja der Grund. Schiffe könnten ja heute schon mit ein paar Umschaltungen Landstrom nutzen, machen sie aber nicht, weil der viel zu teuer ist. Also das heißt, die entscheidende Weiche ist, nicht nur zu sagen, ihr müsst das jetzt machen, sondern ich muss es halt auch vom Preis her so anbieten, dass es sich lohnt, beziehungsweise dass es nicht teurer ist. Und das ist dann wieder eine Frage, da kommen wir wieder zurück von vorhin, wo kriege ich die Energie her, wie erzeuge ich die Energie, habe ich dann auch andere Möglichkeiten, beispielsweise der Energiespeicherung oder Kraft-Wärme-Kopplung, um aus der Energieerzeugung mehr rauszuholen und damit auch größere Mengen zu haben. Und wenn ich größere Mengen habe, kann ich auch einen niedrigeren Preis nehmen. Also alleine die Vorschrift oder das Verbot nützt erstmal nichts. Man hätte schon viel früher anfangen können und man muss dann eben halt auch darauf achten, dass die Energieerzeugung so läuft, dass am Ende der Preis nicht sozusagen eine Strafe ist, sondern dass es am besten sogar noch attraktiver ist, an den Landstrom zu gehen. Aber nochmal, Sie hatten 5 Jahre Zeit, hätten Sie das schon mal jetzt machen können. Es wäre natürlich schön, wenn man immer alle Ideen, die man hat, einfach von einem Tag auf den anderen umsetzen könnte. Aber und ich freue mich sehr, dass es ja jetzt auch so ist, dass fast alle Parteien sich einig sind, dass wir für mehr Klimaschutz und für mehr saubere Luft streiten müssen und dass der Landstrom da ein sehr wichtiger Baustein ist. Aber ja, tatsächlich ist es nicht so, dass man gute Ideen innerhalb sehr kurzer Zeit immer einfach so durchsetzen kann. Deswegen werden wir uns weiterhin dafür einsetzen. Aber Sie wissen auch, habe es ja vorhin auch erzählt, ich bin tatsächlich ja erst seit einem Jahr überhaupt in der Partei und saß nicht daneben und saß nicht in den Gremien und kann jetzt im Detail dazu tatsächlich nicht sagen. Aber natürlich hätten wir Grüne wahnsinnig viele Umweltschutzthemen ganz schnell gern umgesetzt, aber wir regieren ja nicht alleine und wir müssen auch die wir müssen auch die Menschen mitnehmen und die Wirtschaft. Also der Klassiker bei den meisten Debatten am Ende war es dann die SPD, weil wir regieren ja nicht allein. Das Umweltressort von Jens Kerstan hat extra sein eigenes Ressort haben wollen, damit er mehr alleine agieren kann. Das war ja im Endeffekt seine Koalitionsbedingung, mit zu sagen, ich möchte diese eigene Kompetenz und nicht abhängig sein vom Rest. Er hat fast alle seine Projekte vergeigt, das kann man ja auch einfach dazu sagen. Also wir haben 400 Maßnahmenpaket für den Klimaschutz aufgelegt und am Ende ist es rechtlich fast gescheitert, weil Justizsenator und Umweltsenator, beide Grünen, das auch nicht auf den Weg bekommen haben. Also es liegt, glaube ich, nicht an der Koalition, sondern es liegt daran, wer hat welche Zuständigkeiten, wer hat seine Aufgaben alle abgearbeitet. Man kann ja auch gucken, man kann ja googeln, wie sah der Koalitionsvertrag damals aus, dann guckt man sich die Halbzeitbilanz an und guckt,
welche Senatoren, welche Abteilungen haben ihre Sachen einmal durchgearbeitet und welche haben 5 Jahre lang angekündigt. Also ich glaube, es liegt nicht nur in der Koalition, sondern auch darin, wer leitet welches Ressort, wer möchte gerne Alleinzuständigkeit, wer kriegt es da nicht hin. Das war jetzt mal ein ganz schlechtes Urteil über den Wirtschaftssenator, glaube ich, der da noch viel abzuarbeiten hat. Nein, ich finde, Verbote haben einen Vorteil, sie behandeln alle gleich. Und von daher haben wir auch dem Ausbau der Landstromversorgung am Hafen 75 Millionen Euro Steuergeld ohne verpflichtende Abnahme. Wir haben uns, da wir ja noch 2 Jahre Zeit haben, bis das wirklich einsatzbereit ist, wir haben uns dafür eingesetzt, genauso wie in der Westküste der USA, einen Stufenplan über die Nutzung einzuführen. Das heißt, Reedereien sollen wissen, wie viel Prozent ihrer Schiffe in welchem Jahr Landstrom abnehmen müssen im Hamburger Hafen. Das wäre eine verbindliche Regelung gewesen, auf die sich alle auch im europäischen Wettbewerb hätten einstellen können. Wir haben landstromfähige Schiffe, das funktioniert ohne Probleme. Und wenn es dann um erneuerbare Energien, Energiekonzepte geht, will ich noch ganz kurz was zu Wasserstoff, gute Sache, sagen. Es ist aber die Hauptaufgabe, dass wir Energie einsparen. Wir können nicht so tun, als würden wir alles 1:1 mit Wasserstoff zum Beispiel ersetzen. Schon heute haben wir Bedarfe für das, was geplant ist, die 2/3 des Wasserstoffbedarfs als Import vorsehen müssten, weil wir das in keiner Art und Weise selber erzeugen können. Wenn die Stromleitungen Richtung Süddeutschland gebaut worden sind, werden wir auch nicht mehr den Überschuss an erneuerbaren Energien hier haben. Das heißt, wo kommt dann der Wasserstoff bei uns her? Und ganz fatal finde ich in der Tat, die Regierungskoalition hat tatsächlich einen Aufbau einer LNG-Infrastruktur beschlossen, Liquefied Natural Gas. Wir alle wissen, da ist der Blick dann tatsächlich nur noch auf die Stadt gerichtet, weil dort, wo es dann mit Fracking gefördert wird, sind die Methanemissionen immens und zerstören das Klima. Wir haben da nichts davon in der Verantwortung, die wir für das Klima und die Stadt haben. Sie sind jetzt ja schon mal bei einiges für Wasserstoff, auch Wasserstoff, die Strategie Wasserstoff weiterentwickeln und auch Landstrom entwickeln. Aber ich will schon 2, 3 Bemerkungen machen zum kleinen Dialog der Koalitionspartner, wer jetzt mehr für den Klima getan hat. Also der Kollege der SPD hat recht, schuld am Ende immer die SPD. Das ist grundsätzlich so, das ist auch richtig. Aber nur mal zwei, drei Beispiele. Wenn man etwas macht für den Umweltschutz, dann möge man es doch klug tun. Ich nenne mal das Beispiel Fahrverbote Stresemannstraße. Was machen denn die Autofahrer? Natürlich fahren die weiter mit ihrem alten Diesel. Die machen aber 1,7 Kilometer Umwege durch Wohnquartiere, was zur Belastung der dort lebenden Menschen führt. Also ist diese Maßnahme einfach falsch. Der zweite Punkt ist, wenn jetzt gesagt wird, ganz groß, was man alles in der Vergangenheit gemacht hat, reden wir über Mobilität. Man hat gerade noch ein paar Dieselbusse angeschafft. Dieselbusse müssen ungefähr noch 15 bis 20 Jahre fahren. Statt mal irgendwie innovativ neu zu denken, zum Beispiel Lieblingsthema Metrotram, dass man mal innovative Träger, umweltfreundliche Träger nimmt, stattdessen hat man noch mal ein paar Dieselbusse gekauft. Und die Zukunftsvariante der Mobilität lautet noch mehr Busse, weil ich stehe eh schon im Stau, ich habe kein Auto, ich muss den 2er- und 3er Bus benutzen, stehe jetzt schon im Stau. In der Zukunft, wenn noch mehr Busse eingesetzt werden, stehen noch weiter im Stau. Und da muss man auch mal gucken, wie sieht es denn aus tatsächlich mit dem Umweltschutz. CO2-Reduzierung hat sich diese Koalition vorgenommen, 40%. Vor 1,5 Jahren hatte man, glaube ich, 19,6% erreicht. Ziel nicht erfüllt. Man hat aber 5000 Bäume mehr weggeholzt, als man gepflanzt hat beim Straßengrün. Das ist die Realität und deswegen höre ich viele Dinge, die jetzt angekündigt werden. Aber ich kann nur sagen, wenn man etwas macht, dann bitte vernünftig. Das betrifft alle Lebensbereiche und auch den Klimaschutz. Und da, glaube ich, gibt es noch viel zu tun, dass man wirklich nachhaltig, verstetigt dieses umsetzt. Und noch einmal bitte, wir haben ja das Wirtschaftsthema heute. Ich kann immer nur anraten mit der Wirtschaft. Ich möchte nicht in 10 Jahren Riesendemonstrationen erleben, weil wir sozial ungerecht geworden sind oder weil wir die Wirtschaft so belastet haben, dass diese keine Arbeitsplätze mehr schaffen. Es muss schon in Kooperation aller Beteiligten geben. Nachhaltigkeit bezieht sich auf Ökologie, auf Ökonomie und auf Soziales. Und das muss, dieses Dreieck muss immer im Einklang stehen, damit wir keine Verwerfung in die eine oder andere Richtung bekommen. Frau Otto, Frau Fegebahn sagt in diesem Wahlkampf die gesamte Zeit, dass sie sehr gerne mit der Wirtschaft zusammenarbeiten möchte. Wie passt es aber dann, dass gleichzeitig darüber geredet wird, die Kapazität der Passagiere am Hamburger Flughafen zu begrenzen?
Dazu kann ich tatsächlich gar nicht sagen, muss ich zugeben. Da muss ich passen. Genau, wir haben das Gefühl, also wir hatten eben schon angesprochen, Herr Mohrenberg, dass eine ganz wichtige Säule einer gut funktionierenden Wirtschaft die Arbeitnehmer sind. Wir haben einen Fachkräftemangel bei uns hier in Deutschland und in Europa. Wie wollen Sie dem entgegenwirken? Herr Moring, Sie hatten dort nach dem kanadischen Vorbild, hatte sich Ihre Partei des Öfteren geäußert. Wie sehen Sie das genau? Sie. Ja, genau. Nicht so ganz hier. Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich würde nur mal auf die zwei wichtigsten eingehen. Einmal wissen wir aufgrund der Demografie schlicht und einfach, wir können sozusagen den Fachkräftebedarf, den wir haben, nicht aus uns selber heraus nur decken in Zukunft. Natürlich brauchen wir da Einwanderung. Und weil Sie es gerade angesprochen haben, es gibt das kanadische Vorbild. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich gucke, welche Bedarfe habe ich in der Wirtschaft, nach welchen Qualifikationen. Und die Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten und diese Qualifikationen mitbringen, bekommen auch sofort eine Einwanderungserlaubnis, eine Arbeitserlaubnis und müssen nicht eben irgendwie 2 oder 3 Jahre, wie das heute ist, auf irgendwelche anderen Erlaubnisse warten. Das heißt, es haben alle was davon, der Standort Deutschland hat was davon, der Standort Hamburg hat was davon. Die Leute, die die Qualifikation haben, finden hier auch einen Job und sie wollen ja auch hierher kommen, sonst würden sie sich ja nicht sozusagen darum bewerben. Es nützt den Unternehmen und es nützt auch dem gesellschaftlichen Frieden, weil klar ist, nach welchen Kriterien eigentlich Menschen zu uns kommen und warum. Und dass sie sozusagen auch für das Gemeinwohl, nicht nur die Wirtschaft, sondern das Gemeinwohl, auch etwas bringen. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Frage dann auch der Ausbildung. Und ich sage jetzt auch ganz bewusst Ausbildung. Es ist gut und es ist schön, dass viele Menschen, junge Leute wie Sie, wie ihr, in Hamburg ein Abitur machen und dann studieren. Die Politik momentan ist aber so, dass möglichst alle ein Abitur machen sollen und möglichst alle auf die Universität gehen sollen. Das macht aber keinen Sinn, denn viele der Fachkräfte, die wir brauchen, sind nicht nur Hochakademiker, auch wenn wir am Anfang darüber gesprochen haben, Forschung, Gründung, Wissenschaft und Wirtschaft, sondern wir brauchen auch gerade Fachkräfte in den Bereichen, wo ich keine akademische Ausbildung brauche, aber wo ich eine andere, sehr hochwertige Ausbildung brauche. Sei es jetzt im Handwerk, sei es in der Dienstleistung oder sonst wo. Das ist heute auch alles extrem technisiert, extrem komplex. Und wenn wir da mehr machen würden und einfach uns auch an dem Grundsatz orientieren, ein Meister ist genauso viel wert wie ein Master, dann kommen wir da weiter. Und das sind für mich die wichtigen beiden Stellschrauben, was gegen Fachkräfte betrifft. Das ist jetzt vielleicht nicht klassisch, aber da kann ich meinem FDP-Kollegen in allen Punkten auf jeden Fall zustimmen. Genau, deshalb fangen wir gerade an. Wir haben ja 27 größere Berufsschulen in Hamburg. Davon müssen 26 einfach auch durchmodernisiert werden. Also als Beispiel, ich habe Freunde, die haben die Werkzeugmacher gemacht. Das klingt total oldschool und so noch reibe. Es war am Ende alles digital. Es war alles darauf, wie programmiere ich das Gerät, damit am Ende genau das so und so rauskommt. Das heißt, viele Berufe, die man oft gar nicht klassisch mit IT in Verbindung bringt, auch das Gesundheitswesen wird künftig mit Telemedizin geprägt sein, anderem. Kurzum, wir brauchen eigentlich, da stimme ich dir genau in allen Punkten zu, eine deutlich modernere Berufsausbildung. Die Frage ist dann aber danach, wo können dann auch Menschen ihre Ausbildung machen? Wir haben gerade in Hamburg zum Beispiel auch ein Flächenproblem für Meisterbetriebe. Also wer vorhat, im klassischen Handwerk Leute auszubilden, hat manchmal Schwierigkeiten, was zu finden. Was fangen wir also an? Zum Beispiel, das haben wir jetzt am Offerkamp, heißt es glaube ich da oben, mehrgeschossige und von der Stadt organisierte Hallen und Anlagen zu bieten, wo auch auf einer Fläche gleich mehrere Meisterbetriebe unterbringen können. Warum? Damit auch Meisterbetriebe in der Lage sind, Azubis anzunehmen. Das zweite Problem ist natürlich neben der Ausbildung, die digital sein muss, wie können sich Azubis diese Stadt leisten? Wir haben auf Bundesebene jetzt erstmal für eine Mindestausbildungsvergütung gekämpft. Ich finde die noch zu niedrig, aber es ist gut, dass schon mal eingeführt wurde. Die zweite Frage ist aber auch, wie können sich Azubis in den Lebensstil haben? Da waren wir ja vorhin schon mal angekommen, das mache ich nur ganz kurz. Gerade Azubis haben oftmals deutlich schlechtere Taschen teilweise als Schüler, Studis oder Arbeitnehmer, weil die müssen oftmals die klassischen Tarife von Arbeitnehmer zahlen, verdienen aber weniger als Leute manchmal einen 450-Euro-Job. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir müssen gerade dort ansetzen, damit hier Ausbildung passieren kann. Azubi-Wohnheime haben wir kaum. Wir haben derzeit das Problem, dass wir in Studi-Wohnheimen manchmal Plätze schaffen.
Das funktioniert aber nicht, wenn man die Azubis selber fragt. Die sagen, ja, wir müssen morgens um 6 irgendwie raus. Die Studierenden sind manchmal ein bisschen länger unterwegs, weil sie später, weil sie deutlich später erst Vorlesungen haben. Das heißt, auch die Akzeptanz der Azubis in den Studiwohnheimen zu leben, ist deutlich niedriger, weil die alle sagen, das passt überhaupt nicht zu unserem Tagesrhythmus. Das ist bis nachts seine Feier nebenan, dann ist dann nebenan eine Studiesession dort und wir müssen morgens um 5 oder 6 am Hof stehen. Deshalb brauchen wir eigene Azubi-Wohnheime. Da fangen wir gerade an, mit dem Azubi-Werk in Hamburg zu gucken, gemeinsam, wie man das umgesetzt bekommt, wie man mindestens ein großes und ein kleines heißt irgendwo beim Projekt was ansetzen, ein großes heißt nur ein Betrieb dafür. Wer die Azubi-Wohnheime in Hamburg kennt, das ist eine richtig coole Einrichtung. Und genau die müssen wir weiter ausbauen, damit man auch in der Lage ist, hier nicht nur eine gute Ausbildung in der Berufsschule zu finden, nicht nur Meisterfächer zu finden, sondern hier auch eine Wohnung zu finden, also Azubi, und mit einem 1 € Azubi-Ticket auch in der Lage ist, bewegt zu sein, kostengünstig als Azubi in dieser Stadt. Ich kann gerne ergänzen, Thema Fachkräfte. Gleichwertigkeit der dualen Ausbildung muss der Grundsatz sein. Wir sagen ganz deutlich, jemand, der seinen Meister macht, der macht es übrigens, das kostet viel Geld, viel Zeit, die arbeiten nebenbei noch, haben in der Regel sogar schon Familie. Und wir haben gesagt, wenn jemand seinen Meister macht, dann soll er auch die Gebühren, und die sind relativ hoch, die kosten mehrere 10.000 Euro, soll er die Gebühren auch wiederbekommen, wenn er in Hamburg einen Betrieb eröffnet oder in einem Betrieb arbeitet in Hamburg, weil das müssen wir schon sagen als Hamburger, wenn wir ihm das erstatten, dann müssen wir auch sehen, dass wir die Steuereinnahmen haben und das, dann haben wir garantiert Wertschöpfung und dafür kriegt er auch einen Teil wieder. Das heißt, wir müssen auch hier die Gleichwertigkeit, das ist noch ein zweiter Punkt, wurde angesprochen, sogenannte Ausbildungswohnheime oder Lehrlingswohnheime, wie man in Nordrhein-Westfalen sagt, haben wir viel zu wenig und hier müssen wir nicht nur an die großen Betriebe denken, sondern auch an die kleineren, in den Mittelstand, also ein kleiner Unternehmer, der 3 Auszubildende hat. Da muss eine Kooperation geben mit einer Genossenschaft, wo man sagt, wir stellen euch zur Verfügung 3 kleine Wohnungen und diese Genossenschaft baut diese Wohnungen auch. Die müssen ja nicht 200 Quadratmeter haben, sondern da reichen ja schon wenige Quadratmeter, die dann günstig sind und so gibt es eine Kooperation. Betrifft übrigens auch das Thema Studierende. Hamburg hat knapp über 6% der Studierenden haben die Möglichkeit, in Studierendenwohnheimen zu leben. Bundesdurchschnitt liegt bei 9%. Also auch hier müssen wir etwas stärker investieren. Fachkräftestrategie brauchen wir, also eine richtige Strategie, die nach Hamburg zu bringen. Und jetzt will ich ein weiteres Beispiel nennen. Hamburg ist eine tolle Stadt, aber für viele, die aus Brandenburg kommen oder aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, ist sie zu teuer. Deswegen nehmen wir mal den Bereich öffentlichen Dienst. Wer also eine Ausbildung macht zum Polizeibeamten aus Brandenburg, der muss hier irgendwo wohnen. Deswegen haben wir auch gesagt, auch für den öffentlichen Dienst, wir brauchen nämlich auch gute Leute im öffentlichen Dienst. Nicht nur tolle Lehrer, sondern auch Bauprüfer, Polizeibeamte, Zollbeamte und ähnliches, dass die eine Metropolzulage bekommen. 150 Euro, München macht das, es gab es vor vielen Jahren, Jahrzehnten auch mal in Hamburg, weil man einfach sagt, diese Metropole ist teurer und deswegen kriegt ihr auch eine Metropolzulage. Und letzter Punkt, engere Kooperation der Stadtteilschulen, insbesondere mit Innungen, mit Handwerkerbetrieben, dass man bereits während der Phase der Schulausbildung anfangen kann, eine Berufsausbildung anzunehmen. Es gibt das Gymnasium Altona, ich war ein Jahr hier im Christianeum-Referendar und ein Jahr im Gymnasium Altona-Referendar. Dort gibt es diese CTA-Ausbildung, chemisch-technische Assistentin. Schon eine ähnliche Wirkung und ich glaube, mit engerer Kooperation auch mit den Handwerksbetrieben kann man auch junge Menschen überzeugen, eine Ausbildung zu machen. Gerade im Handwerkerbereich wäre das wichtig für die Stadt und es ist uns auch eine riesen Chance, denn tatsächlich richtig ist, wer Geld verdienen will, der wird Handwerker momentan, weil man dort die größten Einnahmen mit generieren kann. Moritz, wir hatten gerade eben angesprochen, Sie wollten gerne nach dem kanadischen Vorbild handeln. Ja, sagen Sie das wirklich? Das ist sehr vernünftig. Kann man nicht hinzufügen. Haben Sie außerdem noch weitere Konzepte, die Sie selber als Partei sich diesbezüglich vorstellen? Also die Kanadier haben gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht und das sollte man entsprechend umsetzen. Es wird ja leider aber hier ziemlich vermischt. Es kommen Flüchtlinge und dann argumentiert man, warum sie eigentlich gar keinen Fluchtgrund haben. Und dann wird gesagt, aber wir haben noch Fachkräftemangel und wenn man sagt, die sind nicht richtig qualifiziert, dann sagt wird wieder gesagt, das sind ja Flüchtlinge. Also man ist beschwert immer in der Diskussion hin und her und vermischt etwas. Das muss man schon auseinanderhalten, ob man jetzt Leuten Schutz bietet, die Flüchtlinge sind, oder ob man Fachkräfte braucht. Das sind ja zwei verschiedene Problemstellungen, die auch verschiedene Antworten erfordern. Thank you.
Dann gehen wir nochmal jetzt auf Sie, Herr Weinberg, ein nochmal anderes Thema jetzt. Sie hatten in Ihrem NDR-Kandidatencheck erwähnt, Sie wollten den Mittelstand stärken. Ich würde darum bitten, mit konkreten Beispielen noch zu arbeiten und auch die Strategien, die Sie dort haben, auch wirklich vorzustellen, damit wir Schüler die auch verstehen. Also die Stärke der deutschen Wirtschaft, auch der Hamburger Wirtschaft, ist tatsächlich der Mittelstand. Hafenbetriebe, die gerade großen Hafenunternehmen, ist auch alles richtig, aber die Stärke ist eigentlich die Betriebe, die 20, 30, 50 Mitarbeiter haben. Worunter leiden die? Erstens viel zu hohe Bürokratiekosten. Wir haben keine digitale Verwaltung. Wenn Sie heute übrigens einen Bauantrag stellen, dann müssen Sie mit Ihren Akten irgendwie mehrfach zum Bezirksamt gehen. Das müsste alles mittlerweile digitalisiert sein. Also erster Punkt wird sein zur Entlastung der mittelständischen Unternehmen, weil ein Mittelständler, der 10 Mitarbeiter hat, der hat nicht das Geld, noch eine IT-Fachkraft einzustellen. Der muss entlastet werden, der kriegt auch Digitalisierung. Zweitens Flächenmanagement. Wir müssen es hinkriegen, dass auch in der Stadt Flächen bereitgestellt werden für mittelständische Betriebe, für Handwerker, Handwerkerhöfe gibt es in weiten Teilen der Stadt. Das muss auch so bleiben, weil auch mit Blick auf das Thema Klima ist es schon irgendwie klug zu sagen, dass auch der Handwerker in der Stadt seinen Betrieb hat, damit er nicht irgendwie von Bad Ramstedt oder Bad Segeberg in die Stadt fahren muss. Mit Blick auch auf das Thema Klimaneutralität, hier stärker Flächen bereitzustellen für den Mittelstand, für den Handwerker. Und dann ist das ganze Thema der Kosten. Wenn wir durchschnittlich ein Drittel der Zeit im Stau stehen, dann ist das für mich nervig, kostet Nerven und Zeit, aber der Mittelständler, der Handwerker, der verliert Geld. Und wird dann sein Geld verlieren, sondern er wird es auf die Kunden abwälzen, weil dann werden halt die Preise noch ein bisschen höher. Wenn man dann mal Handwerker bestellt, weiß man schon, was man bezahlen muss. Das heißt also, das Grundthema, und ich glaube, das ist eine Hauptentlastung auch für den Mittelständler, ist das Thema Mobilität. Wie komme ich schneller zum Kunden? Und da glaube ich, das ist die zentrale Aufgabe der Stadt, meine ich, in den nächsten Jahren, dass wir günstiger, zuverlässiger und auch klimaneutraler Mobilität gestalten. Das ist dann auch sozusagen ein Riesenvorteil für den Handwerker. Der braucht nämlich, was braucht er? Der braucht Energie, der braucht Fachkräfte und der muss entlastet werden von Bürokratiekosten. Und deswegen sollte man sich mal wieder stärker den Menschen widmen, die in kleinen Betrieben den ganzen Tag ziemlich hart arbeiten, aber belastet werden von Bürokratie und viel Zeit verbrauchen im Auto, um zum Kunden zu kommen. Und deswegen sind das auch zentrale Themen für den Stadt. In Hamburg ansiedeln wollen. Ich hatte das davor schon mal angesprochen. Wo genau möchten Sie diese Ansiedlung? Möchten Sie die Industrien quasi nach Hamburg holen und dann am Ende aber abgeben müssen an die Bundesländer und nichts herum, weil wir keinen Platz mehr bei uns haben? Oder zwei Dinge. Es gibt noch Flächen. Steinwerder Süd ist so eine Fläche, wo man sagen kann, da kann man richtig mal so ein Hub, Wasserstoff oder was auch immer entwickeln, 3D-Druck oder Robotik, wo man sagt, dort siedeln wir Betriebe an, dort siedeln wir Forschungseinrichtungen an, wo geforscht und produziert wird. Blick auf die neuen Branchen, die wir dringend brauchen. Was wir auch brauchen, ist tatsächlich mit Blick auf das Thema der Kooperation mit den Nachbarländern eine gemeinsame Strategie. Noch einmal, Malmö kooperiert mit Kopenhagen, kooperiert mit Malmö über Ländergrenzen. Das ist eine Metropolregion, da gibt es eine große Brücke, Kopenhagen, Malmö. Und wir müssen es doch schaffen, dass wir im norddeutschen Verbund überlegen, was könnt ihr uns geben, Schleswig-Holstein, was können wir euch geben und wie können wir neue Industrie ansehen. Beispiel. Gesundheitsbranche. Ich glaube, 160.000 Menschen arbeiten in der Gesundheitsbranche. Sehr viele in Schleswig-Holstein. Wir mal gemeinsame Strategien entwickeln, weil die Mitbewerber sind halt nicht nur München oder die Rhein-Main-Metropole, die Mitbewerber sind die großen Metropolen Europas. Und hier muss man eine norddeutsche Strategie entwickeln und nicht so die Frage nehmen und geben, sondern die Frage, dass gemeinsam kooperieren und Win-Win-Situationen schaffen, weil auch das Land Schleswig-Holstein natürlich ein Interesse daran hat, diese Industrien weiterzuentwickeln. Vielleicht wäre es doch dann auch ein sinnvoller Gang, mal zu sagen, können wir auch Flächen fürs Wohnen generieren, also eine Smart City gründen, ein neues Quartier entwickeln, wo man wirklich sagt, klimaneutral, Erdwärme nutzen, neue Formen der Mobilität. Und das mal mit Schleswig-Holstein zusammen zu entwickeln, glaube ich, wäre eine Riesenaufgabe, also etwas größer denken und das als Win-Win-Situation denken und nicht als Konkurrenzsituation, weil die Mitbewerber sitzen woanders. Ja, schon bezüglich dieses Themas auch Strategien sich überlegt als Partei? Im Mittelstand konkret nicht. Wir haben das Handwerk bei uns mit überlegt. Ich komme nur ins Bergedorf, da gibt es einen intensiven Kontakt zwischen Handwerkskammer und der Politik, regelmäßige Austausche. Von daher sind wir da regelmäßig dann auch im Boot, was die Informationen angeht. Ich selber war ja da auch mal kurz
Fraktionsvorsitzender des Wirtschaftsausschusses, bevor ich in die Bürgerschaft kam. Das heißt, wir wollten in der Tat dem Handwerk eine Möglichkeit bieten, zum einen, das Konzept Instagram ist ein hervorragendes, die Handwerkerhöfe entsprechend auszubauen zu finanzierbaren Räumen, Preisen. Das hat München ja vorgemacht, städtische Handwerkerhöfe entsprechend zu begründen. Das ist auch ein Bereich, wo die Stadt Investitionspolitik hervorragend machen kann. Wir haben aber auch insbesondere Probleme, wo wir noch dabei sind zu überlegen, wie man das lösen kann, in bestimmten Boomquartieren, wie in der Neustadt zum Beispiel, die sehr stark vom Tourismus beeinflusst sind, sage ich mal vorsichtig, dort eine Gewerbestruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner nach wie vor aufrechtzuerhalten. Das wird noch schwierig, dass wir Gewerbe auch in der gesamten Stadt anbieten können und sicherstellen können, dass es da finanzierbar ist. Und ich sage jetzt mal, der Gemüsehändler genauso viel Platz hat wie der Andeckenladen in den Bereichen und sich beide das leisten können, weil das ist die Aufgabe, um die Quartiere weiter wohnlich zu gestalten. Wir würden uns auch sehr dafür einsetzen, Gewerbe, soweit es emissionsmäßig funktioniert, auch mit Wohnen weiterzumischen. Es gab ja interessante Konzepte, die sind schwierig zu umzusetzen. Investoren, die das machen, Privatinvestoren, sind da ganz schwierig zu bekommen. Das wäre zum Beispiel durchaus Aufgabe der Stadt. Hier ein solches Beispiel dann auch mal vorzuexerzieren, dass das alle weiterbringt. Und ansonsten möchten wir natürlich, das ist dann ein Thema, das ab und an mal untergeht, uns sehr stark darum kümmern, dass die Solo-Selbstständigen stärker unterstützt werden in dieser Stadt. Da fehlt der Stadt zum Beispiel praktisch jede Datenbasis, wie eine Anfrage ergeben hat. Und das sind Menschen, die sehr stark oder sehr häufig als Selbstständige stark prekär sich selber ausbeuten in ihrer Beschäftigung, weil sie sich etwas anderes erträumt haben und dann teilweise auch die Sozialsysteme ausfallen. Da sehen wir auch unsere soziale Verantwortung tatsächlich. Frau, wir haben jetzt viel über Infrastruktur geredet und die Problematik, dass viel Stau ist. Ich glaube, Deutschland, ich glaube, Hamburg hat am meisten Staus in Gesamtdeutschland. Und jetzt gibt es ja zurzeit zwei große Infrastrukturprojekte. Einmal die Köhlbrandbrücke, da wurde jetzt ja gestern ein Deal abgeschlossen. Und zum anderen auch die A26 Ost. Und vor ein paar Jahren haben Sie das noch sehr stark unterstützt. Und jetzt ziehen Sie sich dort ein bisschen zurück. Warum? Ja, wir denken, dass wenn wir die Köhlbrandbrücke ersetzt haben durch einen Tunnel, wir dann, also einerseits wird das teuer. Das heißt, wir müssen auch gucken, brauchen wir wirklich noch ein anderes großes, teures Projekt wie mit der A26. Zum anderen hätten wir dann zwei Querungen am Köhlbrand. Und wir denken, dass man das so nicht, dringend nicht braucht. Und wenn wir einen Schwerpunkt setzen müssen, dann ist es auf jeden Fall der Tunnel, der die Köhlbrandbrücke ersetzen wird. Aber entlastet doch die Innenstadt, die A26, aus. Das heißt, der Verkehr der Innenstadt, man entlastet den Verkehr. Das ist doch ein umwelttechnisch, glaube ich, verkehrt, wenn man Verkehr rausnimmt aus der Innenstadt. Ja, den Verkehr rausnehmen aus der Innenstadt wollen wir ja sowieso mit unserem Konzept für eine autoarme Innenstadt. Durch Verbote, nicht durch bessere Angebote. Das ist der falsche Punkt. Ja, tatsächlich werden wir bei der autoarmen Innenstadt auch bei Verboten, bei Durchfahrtsverboten. Allerdings ist das Konzept sehr ausgewogen, sodass klar ist, dass alle Parkhäuser immer noch erreicht werden können in der Innenstadt, dass Menschen, die wirklich auf ein Auto angewiesen sind, natürlich auch mit dem Auto in die Innenstadt fahren können. Das sind Menschen mit einer Gehbehinderung zum Beispiel. Auch der Lieferverkehr muss natürlich weiterhin in die Innenstadt fahren können. Aber es muss einfach nicht sein, dass der Verkehr durch die ganze Stadt durchgeht. Wir brauchen wieder mehr Räume für Menschen, wo man sich wohlfühlt. Und da sind wir auch bei dem Punkt Tourismus, der auch schon angesprochen wurde. Wenn Hamburg mithalten möchte, auch als Tourismusstandort, wo Leute gerne hinfahren, wenn wir da mit Kopenhagen oder Amsterdam mithalten wollen, dann brauchen wir einfach eine Innenstadt, die sehr viel grüner ist, sehr viel ruhiger ist und viel mehr Möglichkeiten gibt, wirklich schön zu flanieren und die Zeit zu genießen. Also Ost-West-Straße oder Tunnel ist das Beste möglich. Ja, hören wir auch noch. Aber hier auch noch kurz darauf eingehen. Also klar, ja, wir dürfen aber nicht so tun, als
der Verkehr in der Stadt nur Leute wäre, die da zum Einkaufen hinfahren. Ja, und deswegen Parkhaus brauchen und so weiter und so fort. Also ich arbeite ja da, Hafen City. Und nicht jedes zweite Auto, sondern zwei Drittel, das ist Schwerlastverkehr. Das sind die LKWs, die von den Schiffen kommen und dann quer durch die Stadt fahren, weil sie eben Richtung Westen müssen, um dann weiter irgendwie nach Süden, nach Nordrhein-Westfalen und so weiter und so fort zu fahren. Wenn ich die aus der Stadt rauskriegen will, klar, dann brauche ich halt einen Kölner-Tunnel, aber ich brauche eben halt auch außerhalb der Stadt eine Schnellstraße bzw. eine Autobahn, wo die dann langfahren. Denn sonst fahren die immer weiter durch die Stadt. Und wenn ich sage, ihr dürft hier jetzt nicht mehr lang, dann fahren sie halt irgendwo anders lang. Aber sie fahren immer noch durch die Stadt. Also wenn ich den Schwerlastverkehr gerade auf den Strecken rauskriegen will, dann brauche ich eine Umgehung bzw. eine Alternative im Westen. Und das wäre natürlich mal die A26, die ja auch schon seit 20 Jahrzehnten im Raum steht, aber dann entweder vom Senat nicht gewollt wird oder, muss man auch mal sagen dürfen, von Umweltschutzverbänden weggeklagt wird oder einfach aufgehalten wird. Also wenn ich schon sage, holt den dreckigen Schwerlastverkehr aus der Straße raus, dann muss ich auch konsequenterweise sagen, wo er langfahren soll oder muss ich das auch entsprechend bauen. Ansonsten passt das beides nicht zusammen. Herr Jasch, wie steht Ihre Partei für den Individualverkehr in der Stadt? Grundsätzlich sagen wir erstmal, motorisierter Individualverkehr gehört nicht in die Stadt. Nur die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, die Kollegin von den Grünen hat es gerade gesagt, zum Beispiel in der Bewegungsfähigkeit eingeschränkte Handwerkerinnen und Handwerker zum Beispiel, haben wirklich eine Notwendigkeit, in den Innenbereichen der Stadt einzufahren. Dazu muss man eigentlich sagen, es muss ein Stufenkonzept geben. Das heißt, wir brauchen die Mobilität, die muss sichergestellt sein und im Moment finden wir sie, ist sie noch nicht sichergestellt. Das heißt, der ÖPNV muss weiter ausgebaut werden und er muss massiv ausgebaut werden. Erst wenn das sichergestellt ist, können wir das, was wir wollen, die Innenstadt, aber auch die Bezirkszentren autofrei, sagen wir. Ich würde sagen, es ist mehr in Richtung der grünen Definition autoarm gestalten, denn wir haben öffentlichen Raum, der wird heute als Straße bezeichnet. Das sind vierspurige, das sind sechsspurige Magistralen, die durch diese Stadt gehen. Das ist kein wirklich öffentlicher Raum mehr. Das ist Raum, der für Julian Neubauer hat es ja bezeichnet, Blechkisten zur Verfügung steht. Da sitzen meistens nur eine Person drin. Dieser Raum gehört den Menschen, und zwar allen Menschen in der Stadt, wieder zurückgegeben. Und deswegen brauchen wir ein ganz neues Mobilitätskonzept. Ja, wir brauchen ein neues Mobilitätskonzept. Motorisierter Individualverkehr kann nicht der Verkehr der Zukunft sein. Wo soll dieses Konzept denn dann enden? Dann haben wir so etwas wie A26, dann kriegen wir neue Durchgangsmagistralen. Von daher, nein, wir müssen umdenken, wir müssen umsteuern, wir brauchen eine Verkehrswende zusätzlich zur Energiewende und dafür stehen wir als Linke. Mehr Grün, dass wir die Ost-West-Straße und der Tunnel, dass wir wieder Anreize schaffen, Flächen zusammenzudenken, dass die Stadt wieder gesünder und grüner ist. Aber Sie haben gerade einen spannenden Satz gesagt und das ist anmaßend. Sie entscheiden, wer in die Stadt fahren darf und wer nicht. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch der Freiheit. Ich will Anreize schaffen. Ich will ein 340-Euro-Ticket haben. Eine Stadt, ein Tag, ein Ort. Kann man alles machen. Aber bitte nicht diese Verbotsdiskussion. Man will verbieten. Ich habe ältere Eltern, die mittlerweile Probleme haben, ohne Auto in die Stadt zu kommen. Und das finde ich schon, nee, sie maßen sich an mit den Verbotsgeschichten. Sorry, ich habe Ihre Eltern immer explizit ausgenommen. Sie wollen entscheiden darüber, wer in die Stadt darf und wer nicht in die Stadt. Verbote sind Ihr Recht. Das finde ich ist ein bisschen anmaßend. Bitte machen Sie Angebote, schaffen Sie Angebote, denken Sie die Stadt neu, Kopenhagen, Melbourne, tolle Idee. Aber bitte nicht dieses so, wir überlegen uns mal, wer noch in die Stadt kommt und welchen Transport bzw. Verkehrsmittel. Da würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr den Freiheitsgedanken, dass Menschen schon entscheiden, frei entscheiden, wie sie in die Stadt kommen und welche Form der Mobilität sie nutzen. Anreize schaffen, ja, aber nicht bitte Verbote aussprechen. Ich habe gerade ausgeführt, wen wir meinen, wer auf jeden Fall nach wie vor Mobilität mit Individualverkehr sichergestellt haben muss. Was Sie entscheiden. Da gehört, ja, natürlich.
weil Verbote, und das, da stehe ich zu, Verbote sind eine gerechte Lösung. Da kann sich jeder und jede es entsprechend ausmalen. Was hätten wir zum Beispiel davon, wenn, wie Sie zum Beispiel, dieser ganze Mobilitätsbereich dann weiter auch vom Portemonnaie abhängig ist. Ich meine, Konzepte wie City Mode oder so etwas oder auch die weitere Erhöhung von Energiekosten, was hätten wir davon, wenn Leute, die sich das leisten können, weiter so handeln, wie heute gehandelt wird. Und ich denke, wir sind uns einig darüber, dass für Klima, für Umwelt, das auf gar keinen Fall ein verantwortungsvolles Handeln ist. Und wenn es dann nicht anders geht, Herr Weinberg, dann müssen wir da auch, und jetzt sage ich mal, ordnungspolitisch tätig werden. Und ich habe da überhaupt kein Thema mit. Es ist zum Nutzen der vielen Menschen in dieser Stadt. Und wenn wir die Ausnahmen sozialgerecht gestalten, dann sehe ich überhaupt nichts, was uns daran hindern kann, das so zu machen. Tagesticket kostet 6,60 Euro. Das können sich Menschen, die nicht viel Geld haben, nicht leisten. Deswegen müssen wir es günstiger machen. Aber Sie haben gerade einen Satz gesagt. Verbote sind gerecht. Und das ist eine hochphilosophische Fragestellung, ob Verbote gerecht sind. Also zweite Liga ist auch für alle schön, aber ich will auch noch das Gespräch noch in die erste Liga aufzuschreiben. Soweit würde ich nicht alles gleich behandeln und nicht Verbote als gerecht bezeichnen. Einkommen für alle, wir haben das ein bisschen ausdifferenziert. Nämlich auf zwei Ebenen. Erstens, Ticketpreise sind ein großer Maßstab, auf jeden Fall, aber eben nicht für alle. Und das sagen auch die allermeisten Studien, sagen auch, gerade wenn über Wien und Co. überlegt wird, dass es keine Erhöhung der Nutzungsfrequenz bringt, nur die Preise zu reduzieren. Man muss überlegen, wen halten denn die Preise ab? Die Preise halten jene ab, die sie sich leisten können. Das sind nicht nur einkommensschwache Menschen, das Sozialticket muss deutlich vereinfacht werden, man muss es teilweise auslegen, zurückholen, also im Schmuck. Aber eben auch besonders junge Menschen ohne eigenes Einkommen. Schülerinnen und Schüler haben kein eigenes Einkommen. Azubis haben wenig Einkommen. Studis haben wenig Einkommen. Wenn man diese Gruppe, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler umsonst, Studis nicht teurer werden und FSJler, Azubis und Co. 1 Euro, wenn man diese Gruppe nur nimmt, ist das vom Gesamthaushalt viel, viel, viel weniger Geld, was man investieren muss, entlastet aber gleichzeitig erstens Familien, denn alle, die Kinder haben, die dann entweder Schülerinnen und Schüler bei sich wohnen haben, FSJler, Azubis, Studi, whatever, entlasten Familien und die gesamte junge Generation könnte ökologisch mobil unterwegs sein, das ist ja kostengünstig. Das ist insgesamt viel weniger Geld, was man viel effektiver eingesetzt ist. Warum sage ich viel weniger und nicht für alle mit der Gießkanne alle gleich reduzieren? Weil wir noch Milliarden brauchen werden, um unseren ÖPNV auszubauen. Logo, Bradstedt, ganz Harburg, Bergedorf, Wilhelmsburg, da gibt es so gigantische Probleme, von A nach B zu kommen. Anstatt mit der Gießkanne also zu sagen, entweder kostenlos oder 1 Euro jetzt schon für alle, sagen wir, macht das für bestimmte Gruppen günstig. Und die, all die anderen Bereiche, die jetzt gerade abgehängt sind, wo man gar nicht wegkommt, teilweise ohne Auto, da müssen wir jetzt erstmal investieren. Da reden wir nicht über kleine Summen. Alleine der U5-Ausbau wird ja 200 bis 300 Millionen Euro im Jahr kosten. Also muss ich diese Maßstäbe mal überlegen. Wenn wir darüber reden, wie wir die Ausflugstücke kombinieren, wir haben teilweise Leute, die absurd im Zickzack fahren. So die Bergedorfer, wenn die nach Harburg zur Arbeit wollten, mussten dann erstmal zur S21 hoch zum Hauptbahnhof umsteigen, so wieder runter, obwohl das im Auto 20, 30 Minuten zu machen ist. Da haben wir also Expressbusse eingeführt, das brauchen wir nur eine halbe Stunde. Und das ist die Lösung, dass wir, während wir U- und S-Bahn ausbauen und all die Bereiche verlängern, wo wir hin wollen, an diese S-Bahn-Linien schon gleich Plätze sichern. Zum Beispiel haben wir das ja gerade in Wandsbek gemacht, dass wir jetzt schon strategisch in die Stadtflächen dort ankaufen, wo die S4 entsteht, um da zum Beispiel Studien- und Azubi-Wohnheime, aber auch gerne neue Gewerbeflächen zu entwickeln. Gleichzeitig ist aber der Witz, bis das passiert, muss man diese Umwege verändern. Ganz Hamburg ist oft auf den Hauptbahnhof ausgelegt. Da haben wir einen riesigen Verkehrskollaps, die S-Bahn kommt nicht rein, die Leute stehen sich alle im Weg, dabei wollten die da gar nicht chillen, die wollen eigentlich dort wieder. Die fahren aber riesige Umwege. Dementsprechend
ist die Lösung eigentlich, diese ganzen kleinen kommunalen Zentren, die man gerade der auch aus Mühldorf irgendwo hin, muss teilweise auch so und wieder so fahren, die muss man untereinander mit Expressbuslinien, Wasserstoff, Elektrowagen verbinden. Das muss man alles anschaffen. Leider haben wir, das finde ich auch ärgerlich, einen Schwung Dieselbusse noch gekauft. Die bekamen fast alle Parteien, wir zumindest, ich glaube, sie nicht, und ich weiß auch jetzt nicht genau, festgelegt, dass wir künftig keine davon mehr kaufen, sondern nur noch Elektro und Diesel. Denn der Witz ist doch ganz einfach, anstatt das Geld überall jetzt raufzuhauen, auf die Ticketpreise zu hoffen, wenn alles kostenlos und günstig ist, fahren alle, kann man auch einfach auf die Wissenschaft gucken, das ist nicht der Fall, sondern die Gruppen, die das hindert, und der Rest muss mobil werden, und dafür müssen wir lieber 80-90% des Verkehrsetats nicht in Subventionierung aller Preise, sondern in Ausbau und die Erreichbarkeit aller Standorte. Nur so kann man weg vom Auto hin zum ÖPNV kommen, wenn man auch eine Haltestelle bei sich vor Ort hat. Also ich habe mal ein paar Monate das Experiment gemacht, Jobticket bestellt, am Arbeitgeber, nicht so teures Ticket, um mit dem Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren. Das war zuerst mal ganz angenehm, hatte ich was zu lesen, zu Anfang zumindest, irgendwann hatte ich nicht mehr so viel zu lesen. Das dauert 1 Stunde 40, wenn man Pech hat. Wenn ich mit dem Auto Pech habe, dauert es 40 Minuten, wenn ich Glück habe, 28 Minuten. Das kommt daher, weil wieder öfters mal S-Bahn einfach ausfahren, die steht einfach viel langsam der Countdown runter, 3 Minuten kommt, dann 2 Minuten, 1 und dann kommt gar keiner. Die fährt einfach aus, ohne die ist plötzlich verschwunden. Ich kann auch gar nicht verstehen, wie man das nicht vorher wissen könnte, dass sie nicht kommt. Und wie gesagt, diese 1 Stunde 40, die ich da gebraucht habe, zur Öfterin, die ging mir irgendwann ziemlich auf die Nerven. Und dann habe ich es wieder gekündigt und fahre wieder mit dem Auto, weil das Angebot nicht stimmt, weil die Takte zu lange sind, wenn wir von den Bussen und von den S-Bahnen. Das Angebot stimmt, das war nicht der Preis. Aber heißt das, Sie wollen das Angebot ausbauen oder Sie sagen, wir lassen es dann im Verkehr? Kürzere Takt noch, ja. Deswegen finde ich auch die Straßenbahn nicht so gut, weil das ja größere Einheiten sind, die dann wahrscheinlich nicht so gute Taktung haben. Also sind mir Busse lieber, die fahren öfters und da muss ich nicht lange warten, weil jetzt fahren die so selten, dass man auf die Uhr gucken muss, wann der Bus kommt. Am Hauptbahnhof ist es ja anders, da gibt es ja Buslinien, die fahren ja alle 2-3 Minuten, da muss ich gar nicht gucken, wann fährt der eigentlich, weil ich weiß, wenn es kommt, kommt der ja gleich. Aber das ist eben in den Ausbezirken nicht der Fall und da ist das Angebot so schlecht. Ganz kurz vielleicht nochmal. Weil Wien angesprochen wurde, müssen wir uns auch die Zahlen in Wien anschauen. 99% der Wiener sind zufrieden mit ihrer Mobilität, mit dem Verkehr. Und in Wien, das ist immer ganz spannend, so wie viele Leute nutzen Auto, wie viele Leute fahren mit der Bahn. Über 40% sind beim Nahverkehr und unter 30% haben Pkw. In Hamburg ist das Verhältnis genau umgekehrt. Wir haben mehr Menschen ein Auto als ein Ticket. Es wäre schon klug, mal nach Wien zu schauen, muss alles mit dem Ausbau einhergehen. Und dann noch zum Thema Innovation. Die SPD will ja keine Metro drin. Also 170 Städte in Europa setzen auf diese Stadtbahn, Straßenbahn, Modelle. Wir haben es Metro dran genannt. Gerade hier in Altenburg, Osdorf, Lurup, Bahn, die Wohnsätze Bahn, ich habe kein Auto und bin auf den Bus angewiesen. Der ist überfüllt, der kommt spät, der steht im Stau. Und deswegen wäre es noch mal klug, auch neue Innovationsträger umzusetzen. Wir haben ganz konkret gesagt, für die Region Osdorf, Lurup, Bahnfeld, 2 Linien mal mit einer Metro dran. Eine Metro dran. 6 Bussen. Das heißt also, man wäre umweltfreundlich, es wäre leise und es wäre vor allem auch bequem. Denn jeder Mensch weiß, man fährt gerne draußen, jeder, der eine Straßenbahn mal benutzt hat, der weiß in Berlin oder Leipzig, wie toll das ist. Bitte mehr Innovationsmöglichkeiten, auch mit Blick auf das Thema Klimaneutralität, die den Mut haben, dieses zu entwickeln. Bitte nicht die nächsten 120 Jahre noch auf Busse setzen, sondern auch mal so eine Stadtbahn, so eine Metrotram, zumindest für Teile der Region in Altona nutzen. Würde die Europa, die Bahnfelder, die Osthofer wird sehr freuen, wenn dieses Modell endlich mal umgesetzt wird. Okay. Vielen Dank, Herr Weinberg. Wir müssen leider aufhören, weil wir noch Fragen von den Schülern gesammelt haben. Wir danken Ihnen allen ganz toll für diese schöne Diskussion. Ja, vielen Dank. Also erstmal ganz kurz, wir haben die Fragen nach Landes-, Europa- und Bundesebene erstmal sortiert und über 50% waren tatsächlich bundesweit bezogen. Deswegen werden wir jetzt erstmal nur die landespolitischen Fragen stellen. Kommen dabei aber nicht ganz so rum, 3 ganz aktuelle Themen anzusprechen. Ich werde die Fragen immer direkt stellen oder teilweise.
teilweise auch an zwei Parteien und bitte dann möglichst kurz zu antworten, damit wir alle Fragen schaffen. Erstmal an die SPD, ganz aktuelles Thema. Wie stehen Sie zu den Anschuldigungen, dass Peter Tschentscher von der SPD, ehemaliger Finanzsenator, darauf verzichtet hat, 47 Millionen von der Warburg Bank zurückzufordern? Ich war genauso überrascht, als ich das gelesen habe, besonders aus einem ganz einfachen Grund. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da nichts Korruptes oder anderes gelaufen ist. Aus keinem Grund werden wir uns alle BFH-Urteile zu Cum-Ex, zufälligerweise mein Bachelor-Thema und Staatsexamen-Schärfungsthema gewesen, wenn wir uns alle großen Urteile dazu angucken, die es gab, war es immer aus Hamburg heraus einer der größten Aufklärungsarbeiten beigetragen worden von den Finanzämtern. Beim Haaser-Lautbank-Skandal sind da ziemlich viele Dinge aufgefallen, die dann auch weitergegeben wurden. Kurzum, da das Ganze da gestern in der Welt ist und leider aus Steuergeheimnisgründen bis jetzt noch nichts offengelegt wurde, kann ich dafür nicht vieles sagen. Ich weiß nur, dass das bisherige Vorgehen unter Tschentschers Zeit in der Finanzbehörde bei all diesen Verfahren ist genau das Gegenteil, sagt, als wenn da irgendwas im Moschus wäre. Dankeschön. Ja, an die FDP seit einer Woche ganz aktuell. Inwiefern haben denn die Ereignisse in Thüringen Ihnen jetzt als Landes-FDP geschadet? Also nach den Umfragen, gestern und heute gab es ja neue, hat uns das jetzt nicht geschadet. Hätte ich anders erwartet. Das war jetzt natürlich alles andere als ein Glanzstück. Gibt es auch nichts drumherum zu reden. Da waren wir halt einfach doof. Weil wir uns haben auf Deutsch verarschen lassen. Wir haben es da gemerkt, wir haben auch die Konsequenzen gezogen. Im Unterschied zu anderen, die da immer noch nicht so ganz sicher sind, wie sie dazu jetzt so eigentlich stehen. Und auch Kollegen, die dann mit dem Finger auf uns gezeigt haben, aus Reihen der SPD, die ja aber auch in Mecklenburg-Vorpommern mit der AfD zusammen ein paar Sachen gemacht haben. Ja, das mag ja aufgelöst sein, das hat ja aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie trotzdem mit der AfD kooperiert haben. Also insofern ganz klar, das war Mist, wie wieder Mist. Ich kann nur sagen, was es für mich selber bedeutet hat. Ich war kurz davor, Personenschutz zu bekommen. Auch bei dem Wahlkampfstand stand die Polizei daneben. Das war natürlich nicht besonders angenehm. Und was mich auch quasi gewundert hat, oder was ich schon bemerkenswert fand, ist, dass halt viele, die vorher immer die Gemeinsamkeit der Demokraten betont haben, dann auf einmal dann wieder noch nichts mehr davon wissen wollten und dann schon immer mal wieder das alles abgeladen haben, was sie sowieso an der FDP scheiße finden, weil da jetzt halt ein entsprechender Anlass war. Also insofern hat uns das nicht genützt, das hat uns offenbar nicht geschadet. Das Wichtige ist, glaube ich, zu trennen, zu gucken, okay, was da in Thüringen passiert ist, was da in Thüringen passiert, aber ich kann nicht die einen persönlich dafür haftbar machen, was die anderen tun. Und am 23.02. in einer Woche geht es um Hamburg. Und insofern sollten wir uns darauf konzentrieren, weil das ja auch die Sache ist, worüber hier entschieden wird. Wir stimmen nicht über Thüringen ab oder über sonst wen, sondern wir stimmen über Hamburg ab. Also ist immer mal ein Einblick, den ich bitte, und vielleicht im Gespräch danach noch Zeit, was dazu zu sagen. Herr Weinberg, auch bei Ihnen in der Partei gibt es Gesprächsbedarf. Wer soll denn, also was wird da so als neuer Vorsitzender der Partei oder Vorsitzende, wer kommt da so in Frage? Also wir haben, ich habe damals mich für Annegret Kramp-Karrenbauer eingesetzt, auch als integrativen Prozess, weil eine Partei muss auch verschiedene Flügel zusammenbringen. Das Entscheidende wird jetzt sein, dass diese drei Flügel, die es da gibt, das Konservative, das Christlich-Soziale und das Liberale, ich verbinde eher mit Christlich-Soziale und Liberale einstufen, konservative Kräfte, dass die drei zusammenkommen. Und dafür gibt es Personen, die stehen für diesen Flügel. Zum Beispiel Erich Merz, der ein besonderes Thema Wirtschaft hat. Da gibt es einen Ministerpräsidenten Laschet, der als sehr liberal gilt. Und dann gibt es einen für die junge Generation, der Jens Spahn, ein guter Wirtschaftsminister. Und mein Wunsch ist, dass diese drei weise für die Flügel stehen, weil sie zufälligerweise alle Ausnahmen des Tages kommen. Jetzt am Wochenende einfach mal eine Flasche Bier, mehrere Flaschen Bier auf den Tisch stellen und sich dann mal überlegen, wie können wir zusammen und geschlossen das hinbekommen. Das wäre mein großer Wunsch, weil das nicht nochmal machen möchte, ist so eine 49% Entscheidung. Das ist für eine Partei immer schwierig. Also ich hoffe, dass diese drei jetzt klug sind, viel Bier trinken und dann auch eine gemeinsame Entscheidung kommen. Ich selbst habe da keine Präferenz momentan, sondern hoffe, dass wir auf diesem Weg dann auch eine einvernehmliche Lösung bekommen. Okay.
ganz anderes Thema an die Linke gestellt. Viele Schüler, ich glaube, da spreche ich auch für einige hier, wissen nicht genau, was sie nach der Schule machen sollen. Was halten Sie von einem verpflichtenden sozialen Jahr? Ein verpflichtendes soziales Jahr für Schüler, die Abitur gemacht haben? Also verpflichtendes soziales Jahr, da müsste man sich grundsätzlich erstmal darüber überlegen, ob das nicht substituiert. Das heißt also öffentliche Aufgaben sozusagen ersetzt, die mit sozialverpflichtungspflichtig Beschäftigten hätten geleistet werden sollen. Von daher würde ich sagen, ich bin ihm skeptisch gegenübergestellt, so etwas verpflichtend zu machen. Ich sage mal sowas wie das freiwillige ökologische Jahr zum Beispiel ist eine ganz hervorragende Sache. Lebensplanung nach der Schule direkt in die verpflichtende Arbeit reinzunehmen, glaube ich, ist kein guter Ansatz. Also da würde ich die Freiheit der Lebensgestaltung wirklich dann vorziehen. Ja, man merkt, da ist immer Gesprächsbedarf bei den Fragen noch, aber leider können wir aus zeitlichen Gründen da nicht weiter darauf eingehen, weil wir natürlich so viele Fragen wie möglich stellen wollen. Von daher an die AfD. Uns ist aufgefallen, dass Sie, also im Vergleich zu den anderen Hamburger Parteien, deutlich mehr Männer auf Ihrer Landesliste stehen haben. Woran kann das liegen? Also, mal noch jedenfalls zum Polizeischutz. Wir brauchen schon immer Polizeischutz. Mir geht es um die Männer auf der Landesliste. Warum ist das denn damit zu tun? Wir stehen in der gesellschaftlichen Kritik. Beim Infostand werden wir auch teilweise angegangen. Deswegen haben wir ja Polizeischutz. Und ich denke, viele Frauen schrecken vor so einer kontraproduktiven Situation zurück. Ich denke, die uns als Nazis beschimpft werden, aber jetzt haben wir ja 82 Parteien mittlerweile in Hamburg, nämlich auch die FDP, was völlig ungerechtfertigt ist. Aber es ist völlig. Dolleut hat tatsächlich FDP-Plakate Nazi gestellt. Ich würde gerne andere fragen, aber das zeigt doch die Konfrontation, die schreckt Frauen ab. Es geht mit der wenig Frauen. An die SPD. Ganz anderes Thema, Fridays for Future. Wie stehen Sie zu der Kritik an den Demos und an den Jugendlichen, die dort mitmachen, dass Sie dafür den Unterricht verpassen? Ehrlicherweise, ich kann verstehen, dass der Schulsenat oder dass der Job ist, dass alle zur Schule gehen, das anmerkt. Aber jeder, der sich mit Streikkultur, Demonstrationen oder anderem auseinandersetzt, es ergibt nur Sinn, das zu tun, der auffällt, dass man fehlt. Deshalb haben wir Jusos ab Tag 1 auch mit dazu aufgerufen, sind auch nächste Woche bei den großen Hauptstreik mit dabei. Und ehrlicherweise glaube ich, dass Bildungspolitik auch den Ansatz hat, für das nicht nur den Ansatz hat, rein Schulinhalte zu verinnerlichen, sondern eben auch für das Leben und für Blätterfähigkeit voranzubringen. Und in dem Moment, wo junge Menschen als Arbeitnehmer streiken, auch nicht Samstag nachts, sondern während der Betriebszeit und darauf hinzuweisen, dass es Missstände gibt. Dafür verstehe ich da auch, dass Schülerinnen und Schüler sagen, wenn wir dort ein Zeichen setzen wollen. Die Frage ist, wie oft wir das machen und die Frage ist, ob wir schulisch mithalten können. Aber ich verstehe, dass wenn wir das machen, dass da in dieser Zeit passiert, wo auffällt, dass eine junge Generation sagt, so geht es nicht weiter. Und deshalb nehmen wir den Kauf heute, die Fehlschulen zu nehmen, weil wir nicht zulassen können, dass sie passiert. Danke. Nächste Frage aus der Schülerschaft an die FDP. Sie schreiben, die Mitte lebt, schreiben Sie auf den Plakaten. Aber wo liegt denn diese Mitte überhaupt? In der Mitte. Der Grund, warum wir den Slogan gewählt haben, ist, dass ich so, wenn irgendjemand mal morgens aufgewacht ist und sagt, okay, ich trinke jetzt mal ganz viel Bier und dann fällt mir schon irgendwas Cooles ein, sondern was wir erleben, und das haben wir ja auch gerade jetzt wieder vor einer Woche gesehen, ja, und auch vorher, dass die politische Auseinandersetzung, vor allen Dingen auch die Diskussion, von den Rändern bestimmt wird. Also entweder von ganz rechts oder von ganz links oder ökologisch links. Wobei ich jetzt die Grünen nicht als Radikale bezeichne. Ne? Und das sind aber die Ränder.
Und dazwischen gibt es, die sind einfach noch normale Leute. So wie uns. Und die ist aber in der letzten Zeit schlicht und einfach nicht sozusagen nicht wahrgenommen worden, beziehungsweise hat geschwiegen. Also das heißt, man hatte eigentlich so das Gefühl, okay, es gibt auf der extremen Seite was und es gibt auf der extremen Seite was. Und dazwischen ist irgendwie nichts. Oder ist das vielleicht schon tot oder keine Ahnung, ne? Aber sind wir nicht. Sondern die Mitte ist halt noch da. Also die Leute, die ganz normale Einstellungen haben, die ihren Verstand einschalten, die vernünftig sind, die selber nachdenken, die sich nicht auf die eine oder die andere extreme Weise hysterisch machen sollen, sondern die vom Kopf, vom Kompass, von ihren Werten, von ihrem Lebensstil und von ihrer Philosophie her ausgewogen und in der Mitte sind. Die gibt es noch. Und deutlich mehr, als das vielleicht manchmal in der Vergangenheit so ausgesehen haben mag. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, die Mitte ist noch da, die Mitte lebt. Und wir stehen dafür, um klarzumachen, dass es eben nicht nur das entweder oder schwarz oder weiß gibt, sondern eben halt auch viel in der Mitte. Ja, dann an die Grünen. Was können wir Schüler von Ihnen, wenn Sie jetzt in der Bürgerschaft wieder regieren werden, was können wir zum Thema Schuldigitalisierung erwarten? Was für Mittel werden da eingesetzt? Die Schuldigitalisierung ist ein sehr wichtiger Bereich, weil natürlich, wenn ihr nicht vorbereitet seid auf die Arbeitswelt, wie sollen die dann hinterher bestehen, wie sollen die dann Innovationen kreieren? Und Katharina Fehlbach als Wissenschaftssenatorin hat einen sehr guten Job gemacht in der letzten Legislaturperiode, ist dafür auch ausgezeichnet worden. Und es ist ein Herzensthema von ihr. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir da einiges. Ja, genau, das was könnte Katharina jetzt sehr gut beantworten. Es tut mir leid, dass hier eine Tierschützerin heute sitzt, um über Digitalisierung in Schulen zu sprechen. Ja, ich kann nur sagen, ich könnte es nachliefern, ich könnte es euch nochmal zur E-Mail schicken. Vielen Dank. Das waren so mal erstmal die Hauptfragen, die uns da im Forum gestellt wurden. Wenn jetzt eure Frage nicht dabei war, könnt ihr vielleicht ja versuchen, danach im Einzelgespräch Politiker nochmal abzugreifen. Genau. So. Neuen Wohnraum schaffen wollen und im gleichen Satz haben wir gesagt, ich möchte Gesundheiten schaffen. Irgendwo müssen die Güter entscheiden. Nein, man kann das klug machen. Man kann auch sagen, jede neue Wohnung, die wir bauen, ist aber ein Baumplatz, der vorher grün erhalten wird. Wir müssen nur wieder Güter bauen. Wir haben Magistralen, das sind immer Magistralen in Bauung, deswegen jetzt mal über Supermärkten noch Wohnflächen schaffen kann und auch in Kooperation mit anderen Bundesländern neue Wohnraum, neue Flächen sich suchen. Um Wohnungen zu bauen. Ich bin nur auf Einzelheiten. Wenn man hier in Rotmarschen, das ist ein Flottbett oder ein Bahnfeld, weiß man besser. Wir haben noch Parks, wir haben noch Grünanlagen. Und das ist sehr schwierig und falsch, glaube ich. Wenn jede Grünanlage jetzt gebaut wird, wieder Beton drauf, sechsgeschossig, Straße ran, das erleben wir gerade im Bahnfeld. Da haben wir die Trampelbahn gebaut. Wir haben die neue Mitte Altona. Dann ist das Holzareal, was gebaut wird. Obacht, wir haben auch einen Anspruch, oder wir müssen auch einen Anspruch haben, und die Menschen, die hier leben, die müssen auch geschützt werden, dass ihre grünen Bereiche geschützt werden. Darauf wollte ich hinweisen. Bauen ja, Magistralbebauung, Oberhalb von Supermärkten, da werden wir noch viele, viele Wohnungen bauen können. Aber bitte nicht die letzten Grünanlagen zu bauen, weil auch die Menschen ein Recht darauf haben, dass sie eine grüne Umwelt haben, dort wo sie leben. Das ist auch schützenswert. Bevor jetzt noch ein kleines Dankeschön von Herrn Prigge und von uns kommt, würden wir Sie bitten, alle noch mal in 30 Sekunden so eine Art Abschlussstatement zu machen. Warum sollten wir Schüler, die jetzt gerade teilweise 16 geworden sind oder das erste Mal wählen, Theo wird dann nach 30 Sekunden einmal Stopp rufen. Warum sollten wir unser Kreuz in der Bezirks- oder Landesliste bei Ihnen setzen? Danke.
Themen gehört, vielleicht habt euch was überzeugt. Wir haben über einiges nicht sprechen können, über bezahlbaren Wohnraum, über Cannabis-Legalisierung, über Sportfinanzierung, über all solche Themen. Deshalb ein kleiner Appell. Ihr habt gehört, die SPD hat vor, die jungen Menschen hier in dieser Stadt eine Perspektive zu bieten. Wenn ihr einen jungen Menschen der Bürger haben wollt, könnt ihr mich auf Plan 17 wählen. Und wenn ihr ein paar Fragen habt, schreibt mir auf Instagram Alexander Bogenberg und debattiert da alles weiter aus. Hamburg war schon immer innovativ, Hamburg soll auch in Zukunft innovativ sein. Dafür brauchen wir aber gute Köpfe und das fängt an in der Schule, das geht dann weiter über die Ausbildung, dann über die Hochschule. Das ist eure Zukunft. Diese Zukunft müssen wir aber mit Verstand und mit Sinn machen, aber vor allen Dingen auch mit Offenheit und mit Mut für Neues und Neues auszuprobieren. Und wenn das sozusagen auch euer Traum ist, nämlich selber euer Leben in die Hand zu nehmen und in einem Umfeld, in einer Stadt zu wohnen, wo das möglich ist und zwar offen und für jeden eine Chance gibt, dann solltet ihr gerne für mich stimmen auf Landesliste Platz 6 der FDP und auf Twitter, Instagram und Facebook findet ihr mich auch. Wir haben das Konzept der zusammenwachsenden Stadt. Zusammenwachsen heißt auch in der liberalen Burg in Hamburg, dass die Generationen zusammenwachsen. Diese Stadt muss sich verändern. Da müssen wir aber die fragen, die in den nächsten Jahrzehnten hier leben. Und das seid ihr. Deswegen brauchen wir sozusagen eine Metropole als Magneten auf der einen Seite, aber auch ein lebenswertes Hamburg, dieses beides zusammenzubringen in der zusammenwachsenden Stadt. Auch mir könnt ihr schreiben bei Instagram. Ich habe auch noch einen Briefkasten. Da könnt ihr einen ganz normalen Brief schreiben, den ich öffnen werde. Aber vielen Dank für das gute Gespräch heute. Ich stehe auf der Liste Platz Nummer 8, auf der AfD-Landesliste. Und ich bin der Meinung, dass wir die AfD brauchen, um ein Gegengewicht zum rot-grünen Zeitgeist zu haben. Denn die öffentliche Diskussion wird von dieser Richtung beherrscht. Und da braucht es ein Gegengewicht und eine Partei, die auch die Einhaltung der Gesetze verlangt und fordert. Und das passiert in Deutschland viel zu wenig. Das sieht man jetzt gerade in Thüringen, wo die Wahl rückgängig gemacht wird aus Südafrika heraus. Das ist unmöglich und eine Gefahr für die Demokratie. Ja, ich stehe auf Platz 6 der linken Landesliste, genauso wie 2015. Und die Linke zu wählen, ich glaube, die Herausforderung der Energie- und Umweltpolitik, der Verkehrswende und eines sozial gerecht gestalteten Hamburgs bedürfen einer, so wie es dann aussieht, wird es ja zu einer linken Opposition dann als Linke kommen in der Bürgerschaft, weil ich stelle fest, dass die Regierungspolitik da nicht hinreichend ist. Und dafür werden wir engagiert arbeiten und mein ganz persönliches Engagement gilt auch einem starken antifaschistischen Engagement in der nächsten Bürgerschaft. Eine weltoffene, solidarische Gesellschaft und zeigen uns gegen die AfD so sehr, dass wir persönlich auch angegriffen werden. Und das werden wir auch weiter tun, denn dieser Kampf lohnt sich. Und ihr könnt euch darauf verlassen, wir sind das Klimaschutz-Original und wir meinen es wirklich ernst und haben deswegen auch ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, auch zu meinem Herzensthema, was der Tierschutz tatsächlich ist, dann findet auch ihr mich auf Instagram, YouTube, Facebook und Twitter und schreibt mir gerne. Ja, dann würden wir jetzt unser kleines Dankeschön überreichen und danach sagt Herr Prigge noch ein paar Worte. Genau, wir wollten zumal bei euch allen bedanken für eure kritischen Fragen, für euer Erscheinen. Auch sehr viele Eltern und Lehrer sind heute gekommen. Das freut uns sehr. Besonders möchten wir uns aber Ihnen bedanken, liebe Politiker und liebe Politikerinnen, dass Sie sich in die Zeit genommen haben, sich auch vehement die Fragen gestellt haben und auch mal eine Antwort geliefert haben. Wir haben dafür ein kleines Präsent für einen Gewaltungstag. Ich hoffe, Sie haben eine große Freude.
Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das, was wir heute hier erlebt haben, ist ein Musterbeispiel einer demokratischen Debattenkultur. Wir brauchen die offene Auseinandersetzung direkt face-to-face und nicht eine anonyme oder anonymisierte Auseinandersetzung über irgendwelche soziale Medien. Ich bedanke mich deswegen ganz, ganz herzlich bei euch. Ihr wart eine tolle Fragerunde, ihr wart ein tolles Publikum. Vielen, vielen Dank für das, was hier heute stattgefunden hat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Debattierenden. Vielleicht ist es möglich, dass der eine oder andere noch für Fragen kurze Zeit hier zur Verfügung steht. Dann seid ihr aufgerufen, hier vielleicht nochmal im Einzelnen einige Interviews zu führen. Aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich muss mich ganz, ganz besonders bedanken für die hervorragende Vorbereitung und Durchführung seitens unserer Gruppe, die aus der SV kommt, und bedanke mich ganz herzlich bei den Organisatoren. Und vielleicht könnt ihr alle mal hier nach vorne kommen. Und das muss ein riesen Applaus. Für die großartige Veranstaltung. Ich glaube, wir sind alle in diesem Themenbereich, der nicht so oft gewählt wird, ein kleines Stück weitergekommen, haben mehr Klarheit gewonnen, und ich wünsche euch und uns allen eine faire, eine demokratische Wahl, in der ihr mit Sicherheit, mit der gedanklichen Klarheit euer Kreuz an der Stelle macht, wo ihr es für richtig haltet, und wir werden dann sehen, was wir dann auch dabei rauskommt. Vielen Dank.